Mädel, Leute. Servus. Servus, Leute. Social Media ist keiner da. B. E. So, der erste Post raus. B. Würde E. Jetzt aber. Wieder. Mittag. Ja. Nicht unbedingt geworden, der muss da. Mit Leute, was geht ab? Hat jemand direkt mal, kann mir jemand auf Telegram eine Wiederholung vom Stream schicken? Hat einer eine, kleiner als drei. Neue Matratze schon da? Nee. Und langsam habe ich auch gar keine Rückenschmerzen mehr mit der jetzigen Matratze, was mich jetzt ein bisschen zweifeln dran lässt, ob ich wirklich hätte eine härtere kaufen müssen. Ey, Matratzen-Game ist schon kompliziert, ne? Junge Bert, geh mich auf den Sack. Woher soll ich wissen, ob Rainer The Breaking sein Bett geguckt hat? Junge, sind vor Zorn die Haare ausgefallen, ja. Nee, ich hab mich rasiert. Ich mach das manchmal, ne? Also ich bin ja an sich ein Glatzenträger, nur halt ein sehr fauler, ne? Also. So ist das halt. Ach, der Oger ist dabei. Oger, willst du mittalken? Siehst du dich in der Talkerei, Oger, oder bist du gerade beschäftigt? Welche Härtegrad hast du? 3 oder 4? Da war kein Härtegrad dabei. Das war ist wieder eine ohne Härtegrad, aber die wurde mir empfohlen. Diesmal auf Nacken von einem korpulenten Menschen, der auch meinen. Ich glaube, der wiegt sogar mehr als ich. Ein bisschen. Dadurch vertraue ich seiner Korpulentigkeit. Nee, ich würde quer einsteigen. Nee, ich würde quer. Was heißt das später oder was? Heute kein Raid. Nee, ich habe die Gilde verlassen. Also im Prinzip hat mich die Gilde gefickt, weil das dumme Wichser sind. Real Talk. Als ich mich bei der Gilde in WoW beworben habe, habe ich denen gesagt, Gude, ich wäre bereit zu tanken. Also die haben gesagt, suche Tank. Ich so, ich bin Tank. Problem ist, ich bin Schichtarbeiter. Haben die gesagt, das ist kein Problem. In vier fucking Wochen, in denen 8-mal geraidet wurde, 2-mal pro Woche, habe ich 2 Raids verpasst. Und sofort, nachdem die einen neuen Tank gefunden haben, haben die mir gesagt, hör mal Sven, wir müssen da mal über deine Schichtarbeit reden. Leider spielst du eine zu wichtige Rolle, also Tank ist eine zu wichtige Rolle. Da können wir uns dann nicht auf deine Schichtarbeit verlassen. Das Schlimme ist, was die nicht raffen, weil das alles geistesblinde Wichser sind. Ich habe ja auch im echten Leben wirklich alles getan dafür, dass ich halt immer wieder raiden kann, ne? Schichten umgelegt und sowas. Das geht, ey, die Leute sind so behindert. Und dann sagen die sowas wie, ja, das tut uns ja auch leid. Halt dein dummes Maul, Alter. Steh mal zu deinem Wort, du Lappen. Boah, hat mich das getriggert, ey. Kündige die Arbeit für die Gilde, alles für die Gilde. Ja, nicht für die, Alter, nicht für die. Ja, ist nur die zweite Gilde, die sowas Ähnliches abzieht. Na, die Leute im Internet sind behindert. Ey, die haben überhaupt kein Schamgefühl mehr im Internet, ne? Wie kann man ein Online-Spiel so ernst nehmen, dass man so eine Backstabber-Moves bringt, ne? Ist Thekenfräser noch nicht auf Apple Music? Ich weiß es nicht. Aber hier, Leute, ich werde das noch öfter mal erwähnen, hört euch das alle an, ja? Hört es euch alle an. Die Thekenfräse ist nun offiziell auf dem Spotify. Hi. Hören Sie mal. Sehr gute Wie. Gute. Die einzige Gilde, für die Sven gekündigt wurde, wäre RWE mit Gildenadmin Bagger 261. Ey, wenn Bagger 261 endlich in den Raid-Kader steppt, dann bin ich ja sowas von dabei. Würdest du den eher als DPS oder als Tank sehen? Als Healer? Als Healer auf keinen Fall. Der ist schon ziemlich klar ein Tank, würde ich behaupten. Ich hätte ihn fast als DPS gesehen. Mann, macht der weg. Ja, aber vielleicht ist der auch sowas wie ein DH-Tank. Die machen extrem viel Schaden, aber sind so lala vom Damage, vom Aushalten her. Das Leben.
So ein Ding ist das dann, also ein Off-Tank, ne? Bagger 261 ist Paladin, ne, der ist doch nicht schwul. Stabiler Haartransplantationsschnitt. Ja. Wo sind die Haare hingewandert, ist jetzt die Frage. Nee, das meint er nicht, aber wenn du die Haare transplantierst, bekommst, dann schneiden die da auch immer eine Glatze, damit die operieren können. Ach so, wenn die da hinsetzen vom, ja, ja, vom Rücken oder was auch immer. Ach so. Ja, aber dann siehst du halt hier vorne die roten Punkte. Und außerdem, warum sollte ich dann immer noch so eine Omega-Stirn haben? Ja, vielleicht ist die Omega-Stirn dadurch entstanden. Weil ich dachte, die und meinst du, dafür habe ich jetzt meinst du, ich habe ja vorne Haare geopfert, damit ich jetzt extra prächtiges Schulterhaar habe? Damit du extra kräftiges Arschhaar hast. Ach, Arschhaar? Ja. So Klabusterbären farmen sich nicht von alleine, ne? Nee. Das ist harte Arbeit. Harte Arbeit. Außerdem dämpft das die Lautstärke von Fürzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Lautstärke von Fürzen wird maßgeblich durch Backenvolumen beeinflusst. Ich weiß nicht, ich glaube, man sollte Funk darauf ansetzen. Ja. Das wäre halt keine Stirn, sondern eine Landebahn. Oh, lol, hab ich schon nie gehört. Kommt jetzt noch irgendwas mit einem Beamer? Oh, irgendwas mit einem Beamer, bitte. Wozu Haare auf dem Kopf, wenn man einen Bart trägt? Eben. Ich vermisse das Schlagzeug-Intro sonst top. Ich vermisse das auch, aber Jörg wollte es raushaben. Er konnte sich seine eigenen Schlaganfälle, glaube ich, einfach nicht mehr anhören. Fettarsch hier, meine 14 Silent. Ja, ich bin jetzt auch nicht der Leichteste und ich schau Dinger raus, Digga. Sehr clever. Erstmal schön auf dem Schlafanzug gekleckert. Ah, nee, jetzt muss ich dich nochmal umziehen vom Schlafanzug. Nee. Verdammt. Nee, ich muss den Schlafanzug tragen, weil man da drin so einen Ansatz von Nacken und sowas sieht, ne? Seht ihr das hier? Das ist echt so ein Ansatz, oder? Man hat das Gefühl, es könnte hier ein Nacken sein. Ich finde, du hast überraschend gerade Schultern. Hohoho! Junge, jetzt bist du frech. Keiner vermisst das Schlagzeug, dann laber nicht seine Scheiße. Ich fand das eigentlich echt ganz nice, weil das so ein bisschen reinvibet, ne? Ich habe noch zwei Sachen, bevor wir anfangen. Das erste ist, kannst du bitte Kapitalismus, Bruder, sagen? Und zwar im Erwin-Style, damit das jemand klippen kann. Ich sehe aus wie Erwin. Was? Nee, hätte doch nie jemand gesagt. Also wenn sieht Erwin aus wie ich, ja. Ich habe schon Glatze getragen, da dachte Erwin noch, dass der Kommunismus funktioniert. Ich glaube, ihr müsst es ausmachen, der älter ist einfach. Das geht nur darüber. Oder austrinken. Was austrinken? Den Kapitalismus? Wer wen nachmacht. Aussehen her. Armdrücken, würde ich sagen. Ich denke, das lässt sich klassisch mit Armdrücken regeln. Nee. Das ist gewalttätig. Austrinken, das ist viel besser. Digga, wenn ich am Trichter bin, ist das die vierte Gewalt. Kannst du David Precht fragen. Das mag sein, ja. Naja. Eigentlich möchte ich nur Erwin besoffen sehen. Ich bin gespannt, was das gibt. Ich weiß gar nicht, ist das ein Trinker? Wobei, traditionell sind linke Trinker, so, oder? Ich hab jetzt nicht so das Gefühl. Gab es einen Brand an den Schienen? Achso, über die kurzen Haaren. Heute gab es irgendwo auf jeden Fall bei mir in der Nähe einen Brand oder irgendwas. Keine Ahnung, ich habe auf einmal super viel Sirenen gehört. Das ist richtig eskaliert, hat mich echt genervt. Das stört meinen Vibe. Also ich wollte das nur macht so nervös, bisschen, oder? Also, oh damn, kommt da gleich Arbeit auf mich zu. Oh shit, bitte sag mir, dass kein Zug involviert ist. Nee, gestern hat's. Wenn ein Zug gestern brennt, muss er dann nachgeprüft werden. Nicht von mir. Ja, das ist doch kein Problem. Nun, der muss abkühlen. Wie oft trainierst du deinen Nacken? Immer. Immer, der Nacken ist immer dabei. Erwin hat nach der Popcorn ist Veganer-Aussage getrunken. Was? Zählt das für Salzpopcorn nicht sogar? Butter hätte ich jetzt nicht behauptet, aber. Ja, normales Popcorn oder Karamellpopcorn? Also, ich glaube, niemand isst Popcorn, wo nichts mit dran ist. Also, nur gepopptes Korn ist, glaube ich, ekelhaft. Keine Ahnung. Ja, außer vielleicht Rehe oder sowas. Ich glaube nicht, dass die sich Popcorn machen. Ja, aber die würden es fressen, wenn ich es denen mache. Achso, ja, gut, dann. Und Wildschweine, die fressen wirklich alles. Und die fressen auch dich, wenn sie wollen. Digga, wenn mein Proteinpulver schlecht wird, kippe ich das hier irgendwo in den Hang und dann siehst du danach irgendwelche maskulinen Eber hier rumlatschen. Damn. Die killen einfach den Hochsitz. Dann bewaffnen sie sich und dann ist Turn-up. Die besteigen den dann. Nee, die hauen den um. Nein, die sitzen dann da selber, glaube ich. Ah. Chillen dann auch auf dem Hochsitz. Und der Nacken ist der Baller!
Echtes Popcorn nur mit Schweinfett gepoppt. Mm. Hast du abgenommen? Lul, neue Friese, lul. Ah, guckt euch das an. Zwei Ohren. Das ist der Zwei-Ohren-Grind. Man kann beide gleichzeitig sehen. Genial. Das können viele Streamer nicht von sich behaupten. Ich glaube, du hast heimlich zwei Kameras aufgebaut und schickst uns ein 3D-Bild, damit das geht. Ich render das so, ne? So. Ja. Bin ich fett, ich bin muskulös. Eben. Drum. Ich würde jetzt auch meinen Bizeps flexen, aber weil die Softboxen von vorne scheinen, sieht man dann nicht so die Einschnitte und deswegen sieht das immer so klein aus. Ja, ja. Ah, du könntest damit jede Diskussion beenden. Ja, das kann ich. Dann kannst du die neue Version von Thekenfräse irgendwo als MP3 raushauen. Du kannst die einfach auf Spotify hören, du Wichser. Hör die Scheiße einfach auf Spotify. Gibt einen Clip, wo Erwin mit sehr viel Skepsis in der Stimme sagt, Popcorn ist vegan. Ja, ja, klar. Und direkt danach trinkt er aus einer Weinflasche. Okay. Meister Proper, wer ist der heutige Sidekick? Zetraratekufa. Oh, du willst reiche Deutsche im Ausland besteuern. Sowas Utopisches will nicht mal Erwin. Ah, jetzt geht das wieder los. Ey, mal klein bleiben. Ey. Ich bin jetzt hier im Stream, als ja, im Chat. Ja, jetzt reden wir über die Sachen, die ich reden will, ja. Ja, ey, ist ja frech, du willst reich im Ausland besteuern, das geht ja gar nicht, ja. Natürlich, solange es Steueroasen gibt. Und den erkläre ich den Krieg! Ich glaube es nicht, geht auch, wenn dann überhaupt nicht darum, random Reiche im Ausland zu besteuern. Ja, das rafft der Typ, aber nicht, weil er geistig behindert ist. Ich kann es ja nochmal erklären, mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt jeden besteuern müssen, der ins Ausland flieht. Ich will halt nur, dass wenn die Top 1% Steuerflucht begehen und dann aus dem Ausland pöbeln, ey, warum gehen denn die deutschen Sozialkassen leer, was ist denn da los? Dann sollen die einfach die Fresse halten, die Wichser. Also es geht ganz bestimmt um einen, wir wissen es alle, wen ich meine. Ne? Die, mich. Nee. Stimmt, ich hab nicht so viel Geld. Junge. Steuern sind Raub. Nein, Raub ist Raub. Oh, wir müssen noch eine zweite Sache klären. Oha. Was trinkst du heute? Du bist so ein Hurensohn, ey. Das hättest du mir nicht erzählt. Ich habe wie immer Monster Moon. Und du? Ich habe Latte Macchiato gemacht. Da guckst du. Oha. Ey, Leberknödel, ja, das finde ich eine gute Sache, dass der da versteuert wird, wo er herkommt, ne? Das macht ja auch Sinn, ja, eigentlich. Ja, das ist ja auch eigentlich so. Und dann fangen die Tricksereien an. Ja, da gibt es halt irgendwie, das Nike sitzt in Holland, aber irgendwie haben sie noch ein Büro in Deutschland und dann streiten sich Holland und Deutschland, wo jetzt Steuern gezahlt wird. Aber am Ende läuft es daraus hinaus, dass keiner sicher ist und die zahlen einfach nicht. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass große Firmen in Irland sitzen und auch manche Streamer und da gar nicht mehr so viel Steuern bezahlen. Sogar teilweise erlassen werden, ist ja auch so ein Ding. Die ganz großen Tech-Firmen. Steuern in den USA bezahlen einfach, das ist klar. Steuern in der USA zahlen wir alle schon mal, ne? Das ist ja das Stunny-Move, oder? Ja, wir sind ja auch eine GmbH. Der ZDK Weich würde eine Snapback tragen wegen Ansatz. Wenn du wüsstest, wie groß mein Kopf, also Real Talk. Vielleicht seht ihr das nicht so, aber ich habe einen Riesenschädel, ne? Ihr denkt, dass mein Schädel klein ist, weil meine Schultern gleichzeitig auch noch so breit ist, ne? Aber ich habe einen richtigen Kalbskopf. Das ist einfach schon eher Richtung Rind. Das ist unrealistisch. Ich kann die meisten. Es gibt wenige Caps, die ich tragen kann. Und wenn nur auf maximaler Stufe. Und das nervt einfach. Machst eine Holding nervt auf. Nervt die maximale Stufe? Nee, das ist alles. Dass du nicht einfach online eine scheiß Kappe bestellen kannst oder so. Weil du immer davon ausgehen musst, die passt eh nicht. Jeder Steueranwalt ist nur da, um Steuern zu vermeiden, kennt keiner, der dahin, um mehr Steuern zu zahlen. Ja, ja, macht ja auch Sinn. Niemand soll unnötig viele Steuern zahlen, aber es ist halt asozial, dass nur Reiche diese Fluchtmöglichkeiten wahrnehmen können, während halt arme Menschen immer voll zur Kasse gebeten werden. Aber ist das Pendant zum Steueranwalt? Die Polizei! Steuern zu vermeiden, so. Nicht das Finanzamt, das dir versucht, auf die Schliche zu kommen. Ha.
Der Stream, der wird wieder offline genommen, danach neu hochgeladen mit 2-3 Werbungen drin. Stimmt irgendwie, ich habe den Sven noch nie im Ganzkörper gesehen. Im Ganzkörper gesehen, ach so. Ja gut, vom Gericht konnte man mich sehen, in einem der Besuchsvideos, aber da war ich doch viel dicker, also nicht gucken bitte. Da war noch mehr Körper, sagst du. Ja, vom Gericht hat man mich öfter gesehen und da war ich schon Kante. Aber noch nicht so kantig wie jetzt, das wird immer kantiger, Alter. Immer wieder Zeit, dass der Rainer vor Gericht steht, damit ich Bizeps flexen kann. Ich brauche einen Grund, Alter. Was wäre das alles besonders? Großer Kopf, Bizeps, okay, der Rücken ist ärztlich bestätigt. Real Talk, 2 unabhängige Ärzte. Ach komm, wir fangen mal an. Ich will nämlich heute noch ein bisschen vielleicht auf Twitch streamen danach. Ja. Hast du mal einen Fidget Spinner besessen? Nee, ich verstehe nicht, also was die mir bringen sollten. Ja, auch nicht. Als Kinder hatten wir aber was Ähnliches. Wir haben aus kaputten Inline-Skates die Lager ausgebaut und haben die dann auf den Finger gesteckt und gedreht. Aber gut, als 14-Jähriger ist das, oder so 12- bis 14-Jähriger ist das irgendwie entschuldbar. Aber als 28-Jähriger wäre ich auch nicht auf die Idee, mir ein Radlager zu kaufen, um es anzudrehen. Nee, wäre ein bisschen komisch. Was sollen die bringen? Die sollen irgendwie beruhigen oder so für hibbelige Kinder oder sowas? War das nicht das? Ja, das Ding ist, du kannst jeder Scheiße was andichten. Und wenn du nachher drüber redest, dass Alkohol desinfiziert, was zwar nichts mehr mit Bier zu tun hat, aber ist auch egal. Du darfst niemals der Lobby, die Dinger vertreibt, zuhören, warum man das kaufen sollte. Nee, natürlich nicht, aber ich guck's irgendwann mal nach. Vielleicht jetzt. Fühl dir eigentlich gedacht, aber... Fidget Spinner, Bruder, habe ich das falsch ausgesprochen? Die Steine an deinem Weg und all der Scheiß, der dich behindert. Doch egal, was auch passiert, sei froh, du bist. Er denkt halt wirklich, dass das irgendwie Tricks und so sind, ne? Ey, das Ding ist, du kannst nicht mal coole Tricks machen damit, ne? Das dreht sich doch von allein, oder? Ja, aber der hält das dann wieder an. Was ich noch ein bisschen nachvollziehen kann, ist, wenn man sich so ein ausbalanciertes Probe-Butterfly kauft, ne? Also es gibt ja auch Sport-Butterflies ohne Klinge, mit denen du dann so rumtricksen kannst. Oder Pen-Spinner kann ich ja auch noch nachvollziehen irgendwie, ne? Wenn du so Jojo-Spieler, was auch immer, kann ich alles nachvollziehen. Ja, Jojo hätte ich verstanden. Also nicht, dass ich das gemacht hätte, ich bin so viel zu blöd dafür. Ja, Jojo aber... und Butterfly ist ja alles das sehr. Also gut, Butterfly, also es gibt so Probe-Butterflies halt, ne? Da hast du keine Klinge, dann die sind auch extra ausbalanciert, dann kannst du halt so Tricks üben und so ein Scheiß, ohne dass du jetzt die ganze Zeit deine Finger riskierst. Oder halt, hier die Pen-Spinner, die nehmen ja, glaube ich, immer... Die basteln die oft selber, die nehmen, glaube ich, Tintenkiller und reißen das Innenleben raus und machen dann so 2 gewichtige Köpfe an die Seiten. War mal Galileo zu sehen. Wusste gar nicht, dass Sven Energy trinkt. Ich trinke für nichts anderes. So süß. Aber wolltest du nicht eigentlich Koffein? Ja! Es klappt sehr gut, ich sehe. Es klappt nicht so gut, Mann. Ich muss auf den nächsten Urlaub warten und das da irgendwie im Alltag kriege ich das nicht hin, Alter. Ich krieg das jedes Mal hin, wenn ich krank bin, weil wenn ich krank bin, trinke ich keinen Kaffee, sondern nur so Früchtetee und so ein Zeug. Dann passiert das ganz von allein. Und danach wird durchgestartet. Danach kickt der Kaffee. Alter, ich dachte jetzt... Junge. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich dachte jetzt, Digga, wir hören uns die Scheiße jetzt für 20 Sekunden an, dann spricht das Video ab, oder was? Komm, verpiss dich, ey. Was ein mieser Bait, Alter. Schöner Trick. Halt dein Maul, Mann. Ich hab's vorhin geguckt, ich hatte das schon wieder vergessen. Ja gut, hätte ich es auf dem Zweitbildschirm beim Zocken gesehen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Müll! Weiß man jetzt schon, warum Atlasson zusammengelatzt wurde? Er hat am Schluss von dem Video, wo das war, ja, das hab gemeint, ich gesehen. Okay, Party- und Event-Szene. Ja, wir wissen alle, wer es war. Gruppendynamische Prozesse. Fachkräfte hat das. Ne, Fachkräfte hat er nicht gesagt, ne? Nee, er meinte Party- und Event-Szene und gruppendynamische Prozesse hätten dazu geführt. Wobei ich da auch nicht weiß, wie viel da rein zu sagen ist. Weil vorher hat der andere gemeint, dass er irgendwie auf die Fresse gefallen wäre. Aber das sieht komisch, also keine Ahnung. Nee. Ich bin immer noch in Berlin. Ja, hat das wohl zusammengelassen. Die haben irgendwie eine Party organisiert und anscheinend gab es da gruppendynamische Freidrehungen. Wahrscheinlich am Ende oder so. Also, keine Ahnung.
Kann auch gut sein, dass sowas das Ende auslöst, ne? Ja, gut. Wenn du eh nur noch vorhattest, so eine Stunde oder so, ne? Dann kannst du auch mal gerne abbrechen, da. Oder hier in Fonsrico hat wieder von den Chayas geschwärmt und das, diesmal haben es die Freunde mitbekommen. Ja, oder die Party war schon zu Ende und das Rausbeten war der Auslöser. Das kann ja auch gut sein, ne? Weil das machen die, glaube ich, nicht selbst. Die stellen ja nicht die Security. Weiß ich nicht. Denke ich. Und zunächst mal vielen lieben Dank an simpartige Geschöpfe, ihr seid. Vielen lieben Dank an simpartige Geschöpfe? Ich hab's nicht verstanden. Ich habe an der Mauer gestreamt gehabt. Und die Mauer steht ja eigentlich, also die eingerissene Mauer steht ja für Freiheit und so weiter. Und die eingerissene Mauer steht für Freiheit, natürlich. Und mir wird meine Freiheit mal wieder genommen. Deswegen sind die Juden unfrei, weil die Klagemauer noch steht, Leute. Ganz klar, ganz klar. Junge, Alter. Die abgerissene Mauer steht für Freiheit. Nein, die steht für David Copperfield. Nee, wie heißt der nochmal, der andere? Hasselhoff. Junge. David Copperfields letzter Trick war, wie er aus der Zone verschwunden ist. Tadam. Oder versucht, mir genommen zu werden. Mein Gott, man kann ja wohl mal die Davids verwechseln. Die sehen alle gleich aus. Weil ich ja... ich habe keine Ahnung, wie David Copperfield aussieht. Ich glaube, ich genau aus David Hasselhoff. Ungefähr so. Streaming kann, mein Ding machen kann. Übrigens, nochmal nette Grüße an die nette Dame von neulich. Warte, weil das waren neue Handschuhe, oder? Nicht mal in Berlin irgendwie in Ruhe rumlaufen kann, streamen kann, mein Ding machen kann. Mein Ding? Übrigens, nochmal nette Grüße an die nette... Das sind neue Handschuhe! Da fehlt... Wo hattet ihr jetzt schon wieder her? Da fehlen die Piratenabzeichen. Ja, das sind keine Piratenhandschuhe. Diesmal ist offiziell das Kazuya Mishima Anfängerset. Die Dame von neulich... Wie du das sagst? Die Tekken-Hauptcharakter hatten auch immer so. Wobei der Kazuya hatte immer so richtig übertriebene, die bis so bis vor kurz vor die Elle gingen. Übelst wild. Hätte gerne noch Nummern getauscht. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Darüber ärgere ich mich immer noch. Ey, da, jetzt ist das ist wieder so eine Sache. Rainer ist der Typ. Also, wir wissen alle, wie es ausgegangen wäre. Rainer hätte gefragt, kann ich deine Nummer haben? Sie hätte gesagt, lass mal, Bruder. Oder vielleicht hätte sie ihm auch gegeben und ich glaube, sagen wir mal, sie hätte ihm gegeben einfach, ne? Die hatte keinerlei sexuelles Interesse, das ist jedem hier klar, ne? Aber dadurch, dass Rainer nicht nachgefragt hat, brennt er sich jetzt im Kopf eine Welt zusammen, wo er übelst was verpasst hat, weil hätte er gefragt, dann hätte sie gesagt, Gude, ich will jetzt mal ganz offen fragen, wäre es okay, wenn ich dir Salami-Fachbilder schicke oder würde dich das jetzt gerade stören? Ich habe dir eine Collage vorbereitet und ich hätte gerne mal deine Meinung zu den besten Lochöffnungen. So wird das bei ihm irgendwie aussehen. Und dann sagt sie so, oh ja, Rainer, ich hatte übrigens schon ein paar Jahre nichts mehr. Ich würde mich jetzt gerne mal wieder reintrainieren und... Kannst du mir das bitte beibringen? Würdest du mir helfen? Ja, wärst du mein Trainingspartner? Ja, so ein... Das Szenario wird so utopisch sein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja? Das ist wie wenn er wieder sagt, ja, weil mein Ranger weg ist, geht das nicht. Und dann hängt da so ein Rattenschwanz dran und am Ende erklärt er uns... Das wäre so krass, wenn der Ranger noch da wäre, das klaust du gar nicht. Das Einzige, was zwischen ihm und der Präsidentschaft steht, ist quasi dieser abgenommene Ranger. Und der US-Präsidentschaft natürlich. Weil da natürlich der US-Präsidentschaft. Gut. Der komplette Arnie-Weg wäre das gewesen. Aber gut, Wenn wir Rainer nicht bald den Ranger wiedergeben, dann wird die Ukraine fallen, Leute. Ich sag euch, wie das ist. Vielleicht wurde der von der Bundeswehr eigentlich ins Geheim eingezogen. Die setzen da ein MG-Nest drauf. Ah, die machen den IS. Ja, aber ja, es ist gar kein Toyota. Das Problem ist nur, die Bundeswehr ist so unfähig und hatten kein Geld dafür. Jetzt steht das Ding da so halb angefangen. Das Loch oben ist schon aufgeschweißt, aber... Nachher kommt, während Rainer mitten im Parkschild kommt, so ein Helikopter runter, wo ein einäugiger Schwarzer rauskommt und ihn bittet, mitzukommen, um die Welt zu retten. Lassen wir es mal dahingestellt. Alles drum und dran, auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die ganze Unterstützung. ein paar Sachen möchte ich auf jeden Fall mal kurz anmerken. Ich nehme gleich ein paar Gäste rein. Vielleicht macht man noch mal ein, zwei Matches. Ich weiß nicht, die Matches kommen ihn, glaube ich, ganz geil an. Ah, er hat gemerkt, dass diese Battle-Duelle...
Kohle bringen. Jetzt ist. Glaube ich noch nicht mal. Ja, ey, ich glaube nicht, dass er das gerallt hat. Er hat schon vorher ganz offen immer gebettelt, aber hat gesagt, dass er nicht offen bettelt. Und jetzt hat er eine App, die ihm quasi erlaubt zu betteln. Die das sogar hier von ihm will. Ja, also, wo das Gefühl zum guten Ton gehört. Das sind so viele Leute, die diese Scheiße machen wollen. Ich spoilere jetzt nicht, aber es ist so offensichtlich. Ach so, in dem Stream. Ja, nichts spoilern. Ja. Was ich auf jeden Fall kurz anmerken möchte, ich merke es hier auch wieder. Der ist lauter als Graffitis. Oh, die Hater waren in Berlin. Die Hater haben in Berlin alles zu graffitit. Der Pilgerweg ist durch Berlin gefahren anscheinend. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Graffitis ich hier in Berlin schon gesehen habe. Sorry Leute, das war mal Blizzard. Ich habe gerade gefragt, ob man updaten darf. Also auf der einen Seite finde ich es ganz cool, weil es sind wirklich viele coole Graffitis auch. Aber leider sehe ich halt auch oft mal einfach so irgendwelche Schriftzüge, die halt auch tatsächlich einfach nur aussehen, als hätte ein Dreijähriger einen Bleistift in die Hand bekommen. Alter, Shoutout an jeden 13-Jährigen, Dreijährigen, der schreiben kann, ja? Shoutout. Rainer spielt das nieder, aber wenn ein Dreijähriger schreiben kann, ist das eigentlich eine Leistung. Wenn ein Dreijähriger schreiben kann, kann er wahrscheinlich besser schreiben als Rainer. Ja, und vor allem ist er ziemlich das fucking Wunderkind. Rainer konnte in dem Alter nicht mal laufen. Gekritzelt. Vielen Dank für die Unterstützung. Er hat ja auch nur geschlafen. Finde ich nicht ganz so cool. Also ich muss. Stimmt, der musste ja vorschlafen für später. Sagen, ich weiß nicht ganz. Also es gibt anscheinend Leute, die auch extra deswegen nach Berlin fahren oder nach Berlin ziehen oder so. Stell dir mal vor, ein Dreijähriger malt einen Erdbeer-Wubu an der Wand. Leben gefickt einfach. Und das ist auch cool. Aber wie gesagt, ich sehe das ein bisschen kritisch, weil auf Danke, der einen Seite KTR ist es Sachbeschädigung. Ich bin aber auch vorbestraft, das bin ich auch, aber ich meinte vorbelastet wegen meinem Haus und so, wegen meinem eigenen Grundstück. Ich hatte mal ein Grundstück, Leute. Weiß hier irgendjemand eigentlich, dass ich mal ein Haus erben werde, Leute? Wusstest du, dass er voll krass mit Ranger war? Ey, er war so krass mit Ranger. Leute, ich werde mein Haus erben. Ich will ja nicht flexen oder so, ne? Aber das habe ich mir auch irgendwo verdient, ja? Weil ich da irgendwie das Glück hatte, dass mein Vater krass ist, ja? Und sein Vater war auch krass. Also, ich werde mein Haus erben, Leute. Alter, halt mein, doch dein Maul, ey. Alle vorherigen Generationen haben gearbeitet und richtig was erschaffen. Ja, alle haben etwas zu diesem Grundstück beigetragen, haben es vergrößert, haben es ausgefüllt, ne, mit Leben gefüllt im Prinzip. Und Rainer hat es geschafft, es zu rippen, ne? Wirst du nicht nur 50% erben? Halt dein Maul. Hat Rainer eine Theorie doch auch. Meinst du, Yannick setzt sich da durch, wenn ich mit dem, wenn der Stiernacken zum Notar kommt? Ich glaube kaum. Dafür geht es trainieren, ich verstehe. Ja. Ich bereite mich jetzt schon auf den großen Erbschaftskrieg vor. Ich habe nicht viel von Dr. Oll gelernt, aber es gab irgendwann mal einen Erbschaftskrieg, oder? Erbfolgekriege waren. Ja, Erbfolgekriege. Relativ common. Ja, nice. Yannick, mach dich bereit. Ich habe Vorsprung. Yannick geht aber auch ein bisschen pumpen, aber zu Hause. Das ist schwule Scheiße. Werden wir das ausrambolen? Da würde ich sogar Yannick anfangen lassen. Was? Ist das nicht gegenseitig in die Eier treten? Ja. Ja, wenn er nicht instant das Ding beendet, dann prügel ich den halt komplett tot einfach, ne? Jo, du fängst, also du lässt nie anfangen, du musst anfangen beim Ausrambolen, sonst hat sich das erledigt für dich. Nee. Ich glaube, ich schaffe einen Tritt von Yannick und danach wird Yannick aufgeben, bevor der andere Tritt kommt. Dann habe ich vielleicht eine Eierfraktur, aber ein Haus mehr. Glaube ich nicht, dass, also keine Ahnung, also wie großer Lauch müsste Yannick sein, damit du nicht zusammen sagst, wenn er dir in die Eier tritt? Ich trainiere vielleicht Hoden einfach. Du bist ja Storchen. Okay. 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 Turn up, der alte Hodentrainer. Deswegen sehe ich das vielleicht ein kleines bisschen anders. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Oder lange Rede, wenig Sinn, wie auch immer. Belassen wir es erstmal da dabei. Ich bin froh, dass er nicht das lange Rede, langer Dödel übernommen hat. Das bleibt hier. Stierhodenkommando. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ich schreibe ihm das mal in der Mail. Oh, Junge, halt dein Maul. Schreib ihm mal per Mail, was trinkst du gerade?
Wenn ihr so weiter die Schweinchen raushaust. Jetzt sagt der Trick, ist privat. Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich hab keins, aber sonst ist es Monster. Grün. Faule Block. Ich weiß gar nicht, was die so sind. Die abgerissene Schanze steht für Freiheit. Real Talk. Da sind auch so die ein oder andere Mauer gefallen, ne? Ja, und das Tor. Ja. Dann ballern die ja. Dann ballern die uns hier ja richtig zu. So. Dann haben wir auch gleich das Ding erwischt. Ich guck mal eben in die Liste. Puh, wen nehmen wir denn mal? Keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Merkst du, wie sehr man ihm seine Freiheit nimmt, dass er nicht streamen kann in Berlin? Ja gut, ich weiß auch schon, wie der Stream zu Ende geht, deswegen, ist ein schlechtes Argument jetzt. Nee, da war niemand. Also, doch, es gab doch ein Video von jemandem, der ihm hinterhergelaufen ist. Also, da war schon jemand, aber dass Rainer direkt einen Stream abbricht. Er hat, was war das, vor 3 Tagen war der erste Stream? Hat er fast eine Stunde gestreamt in Berlin? Ja. Hat, und die ganze Zeit gesagt, Gute hier, ich bin bei der Onkel Benz Arena, ihr wisst nicht, wo ich bin. Bla bla bla, hier, ich gehe jetzt hier lang. Oh, hier ist eine weiße Mauer, ich gehe die mal lang, um die Leute zu verwirren. Ja, okay, cool. Also, der will das schon. Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Also. Wer sich so filmt, sieht der halt schon ein wenig aus wie ein Wildschwein. Junge, ich muss immer an Orks vs. Humans denken. Der sieht einfach aus wie aus Warcraft 3 Cover. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ach doch, oder? Das geklappt. Aber wenn er dieses schiefe Gesicht macht, weil er denkt, dass das Ententraining ist, kriege ich AIDS, ne? Meinst du immer, dass ich eine Masken schneiden, ja? Ich bin lustig. Grimassen schneiden und dabei Humor haben ist eine ganz hohe Kunst. So, das kennt kaum einer außer Jim Carrey, wo das wirklich auch rüberkommt. Mr. Bean konnte das auch noch ganz gut. Ja, okay, Mr. Bean ist da auch, ne? Aber nicht Rainer mit seinen 3 Dulli-Gesichtern, die er da zieht. Weil so auch absolut unpassend. Ja, es ist halt immer nur das eine selbe, ne? Ja, es wäre cooler, wenn Rainer wieder sein Headset trägt, ja. Dann sah er noch maximal dümmer aus. Suchen wir es mal hiermit. Oder es wäre auch cool, wenn er dieses einseitige, ich bin ein wichtiger Banker-Headset hätte. Ja, okay, Otto Walkes geht auch noch. Hallo. Gute. Servus. Hörst du mich? Geht. Servus. Wie geht's dir? Passt schon. Das Dreh war aber auch wieder nur so um die 5 FPS, gell? Er war auch. Jetzt fahren die diese ICQ, wir kennen uns nicht, Standardliste runter oder was? Hi, wie geht's? Gut. Dir? Auch. Schön, danke. Halt dein Maul, aller scheiß Autisten. Könnt ihr jetzt bitte noch fragen, was Rainer gerade trinkt? Ja, was machst du so? Nix? Du auch. TS, IP? Okay, TRX. So. Gott, Alter. Ich habe nur eine Frage. Ob du behindert bist? Sieht es momentan nach einer Wohnung besser aus oder ist die Lage immer noch kritisch? Ist nach einer Wohnung besser aus? Als wie davor? Du solltest eigentlich wissen, dass ich über meine Wohnsituation, Lebenssituation so im Detail überhaupt nichts sage. Auch nicht, ob es damit gut oder schlecht aussieht. So im Detail? Ey, Gude, wie läuft's mit der Wohnungssuche? Jetzt hat klar, ja, so privat hier, solltest du aber auch wissen. Halt doch dein Maul, Rainer. Da hätte er eben auch schon bei, ey, wie geht's dir, statt gut sagen können, ist Etzala Privatsache. Ja, vor allem, jeder normale Mensch weiß in der Konversation, wenn ich nicht Bock habe, es zu erwähnen, sage ich einfach, passt schon oder so, ne? Ja, läuft ganz okay, hab ein bisschen was in Aussicht, aber nichts Genaues, so, zack, Thema durch. Aber der Full-Turn-Up-Autist geht direkt in die Gegenkonfrontation. Warum? Letzten Endes ist es einfach so. Letzten Endes ist es nämlich Fakt, ist einfach so. Arbeite einfach an meinem Leben. So wie immer. Ja, okay. Macht dich diese Arbeit irgendwie lie? Oh. Knapp. Also ich meine, er ist Berlin. Und neben ihm ist die, also irgendwo neben ihm ist die eingerissene Mauer. Und wir wissen alle, für was die steht. Für Freiheit.
Ja. Wie Chinesen sagen würden. Ja, okay, dann wünsche ich das dir was. Das ist rassistisch, ne? Und ekelhaft. Ich distanziere danke. Mich. Ich distanziere mich von dir. Dafür bekenne ich mich zu Hogwarts Legacy. Oh, oh. Hogwarts, Hogwarts, über alles. Okay, hau rein. Tschö. Hau rein, gute. Letzten Endes. Letzten Endes. Wieder hauen, reingeschauen. So. Keine Ahnung, probieren wir mal die Person hier. Entschuldigung, dein Name sieht nach einer Frau aus. Glaubst du, Real Talk, Rainer ist Autist oder ist, topst du das nur zur Beleidigung? Finde, hat schon einige Symptome. Naja, mit Autismus, wenn ich sage, jemand ist Autist, dann meine ich halt immer nur, also Rainer ist kein Autist, Rainer ist aufgrund der fehlenden Erfahrung im sozialen Bereich, weil er sich die letzten Jahre lang selber isoliert hat, zurückgeblieben. Rainer könnte jetzt ein halbwegs normaler, aber leicht stummer 32-Jähriger sein. Aber weil Rainer sich 6 Jahre sozial isoliert hat und dadurch sogar Rückschritte gemacht hat, was man ja daran sieht, dass er am Anfang besser lesen konnte sogar und am Anfang viel sympathischer wirkte, ist er rückwärts gewandert in der geistigen Alterung und wirkt dadurch wie ein Autist, weil viele Autisten ja auch nicht geistig so alt wirken, wie sie sind. Ach, da diesen Zug quasi davon. Ja. Aber er ist halt ein selbstverschuldeter Autist. Ne? Und abgesehen davon ist er kein Autist. Davon abgesehen ist er kein Autist. Ja. Oh, er ist 33, Leute, jetzt halt bitte leise. Oh, du hast die erste Regel vergessen. Rainer ist immer älter als das... Oh, Moment. Rainer hat da... Ja, das kannst du doch nicht rechnen, weil er noch keinen Geburtstag hatte. Oh nein! Oh, Rainer hat Codein im Autismus-Spektrum. Hm, der Klassiker. Die andere Person ist rausgeflogen. Hallo? Jo, servus. Du fetter Huren. Musst erstmal schaffen, ständig lesen und trotzdem schlechter zu werden. Ja gut, um lesen zu lernen, das habe ich in der Schule so gelernt, reicht es ja auch nicht im Kopf zu lesen, ne? Also ich war immer, ich bin so ein Dude, wenn mir langweilig ist, mache ich Wettkampf gegen mich selber im Prinzip. Nur aus Langeweile, ne? Oder gegen andere. Wenn, toxische Maskulinität, was das kann sein. Wenn in der Klasse jemand gelesen hat, habe ich immer mitgelesen und mich darüber gefreut, dass ich schneller bin als er, ne? Aber ich habe halt leise im Kopf gelesen und das ist übelst leicht. Das ist mir aber auch erst danach irgendwann mal aufgefallen, ne? Laut lesen ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ne? Ja, vor allen Dingen, weil dir halt Fehler nicht auffallen, die du machst beim Lesen. Wenn du leise liest, dann rendert dein Hirn selbstständig irgendeinen Sinn damit rein. Ja, aber wenn du leise liest, liest du auch oft nicht komplette Sätze, sondern dann scannst du ja schon auch manchmal so nach Schlagwörtern einfach, ne? Ja, und dann reicht es ja quasi ein Sinnzitat im Kopf zu haben von dem, was da jetzt stand. Jetzt soll er Hogwarts Legacy zweimal kaufen für jedes Geschlecht ein Steak. Oi. Das ist ein Power-Move auf jeden Fall. Kannst du mal bitte ein Peace-Zeichen machen? Nee. Aber ja, Rainer übt nie laut lesen. Also wenn ich so krass, ich bin auch nicht der beste Leser, ja, will ich jetzt hier nicht behaupten, aber es ist okay. Es ist so, dass es 90% der Zeit ganz okay läuft und wenn ich mich mal verhaspel, dann kann ich es halt auch mit Charme nochmal drüber spielen, ne? Weil ich halt auch jetzt auch kein Hail draus mache, dass ich nicht so gut lesen kann und dann nicht irgendwie versuche, in Ausreden und ADHS-Schwachsinn zu verfallen. Deswegen nimmt man es mir ja auch nicht so böse, ne? Also ich tippe ja auch wie der letzte Hurensohn, aber die Leute halten mir keine Reden über meine Rechtschreibung, weil es keine Aufnahmen von mir gibt, in denen ich erkläre, dass ich tatsächlich sogar viel besser schreibe als vor ein paar Jahren. Nee, ist nicht so. Ja, der Sven. Ja, Sven, der Kran, das wissen wir. Ja, halt dein Maul. Der Sven-Scham. Mm. Da steht übrigens cool. Kran. Oh. Ja, weil ich. Schönes Beispiel. Nein, das ist nicht fair. Link hat wirklich Leserechtschreibschwäche. Ich hab mich auch nicht über ihn. Ja, aber gemacht, du hast dich darüber lustig gemacht, dass er Kahn falsch geschrieben hat. Ich hab in meiner Gutherzigkeit nicht auf Links Krankheit rumgehackt und habe drüber gelesen. Das ist der Charme. Ja, ich hab nämlich drüber gelesen über seinen Rechtschreibfehler, wie es sich gehört. Und du hast dir letzte Wichser mit dem Finger aufs behinderte Kind gezeigt, so.
Entschuldigung, Link, ich habe mich jetzt ein bisschen krasser dargestellt. Ich musste dich jetzt krasser darstellen, nur um Oga schlecht dastehen zu lassen. Ich war kurz davor noch zu erklären, dass du ein Bein verloren hast. Ja, was mobbt denn den Zuschauer? Was soll denn das? Irgendwann lasse ich mir Autismus attestieren, dann könnt ihr mir gar nichts mehr sagen. Damn, Alter, einfach mal 6 Jahre zu Hause isolieren. Mit der Hurensohn, warum musst du hier andere Leute beleidigen? Also, weil ich meine, was hast du? Hurensohn bist. Das ist ein Argument. Ey, du fetter Hurensohn, warum hast du mich so genannt? Weil es so ist. Man könnte sogar noch, wenn man jetzt Fulham geht, argumentieren, dass Rainer seine Mutter selber mal Arschlampe genannt hat. Und da Rainer der Sohn seiner Mutter ist, also der Sohn von der Schlampe, ist er praktisch gesehen auch aus seiner eigenen Weltsicht ein Hurensohn. Könnte man so argumentieren, ja. Könnte man argumentieren, wenn man überhaupt Bock hat zu argumentieren. Okay. Ich hatte es mit H geschrieben, um dich zu triggern. The Link, du hast das R vergessen, darum ging's. Das mit dem Haar, das haben wir alle, das war alles Gucci. Also meine Mutter schafft es, soweit ich weiß, nicht an. Wie fühlt es sich eigentlich an, ständig den Oger aus dem Channel zu klauen? Ich hatte schon ein wenig schlechtes Gefühl, deswegen habe ich auch gefragt, ob es okay ist, von Okayigkeit her. Aber wenn der Oger sagt, Leute, ich bin draußen wie der Mond, ich gehe mit Sven rumhängen, dann ist das halt nicht mein Problem, ne? Wo ist eigentlich Stepletura? Ich weiß es nicht. Deine Mutter ist... Der hat vielleicht ein wenig zu viel Gehalt. Das ist eine sehr gute Frage. Nicht schlecht gewesen gestern Nacht. Ich glaube, der hat eine Mulle und ein Studium oder der so. Der hat eine Mulle? Schon lange. Oha. Ich dachte, es liegt am Kiffgras. Vielleicht auch. Hat er eine Kiffgras-Mulle? Das weiß ich gerade gar nicht. Das wäre wilde verlangt, aber... Wieder schreiben. Ja, frag mal, was deine Mulle konsumiert. Ja, mach ich morgen auf Arbeit. Aha, okay. Klassiker. Komisch nur, weil meine Mom nicht in Berlin ist. Komisch, wer war das denn sonst? Ist genauso hässlich wie du und labert genauso viel Müll wie du. Wahrscheinlich wie sonst auch immer deine rechte Hand. Oder vielleicht die Crackfots von Mona. Ja, zwischen ist meiner rechten Leben Hand und der Crackfotze gibt es keinen großen Unterschied. Ist deine Mutter Mutter Natur? What the fuck? Sie finde ich alle irgendwie Kinder von Mutter Natur. Oh Gott, sind finde ich alle. Ah ja. Live, life, love. Macht Sinn. Ja, deine Beleidigung einfach aus heiterem Himmel macht mehr Sinn, oder wie? Und natürlich der Klassiker Eat, Sleep, Chemie, Repeat, ne? Was? Eat, Sleep, Chemie, Repeat. Den kann ich nicht. Markus Rühl hat so einen ähnlichen irgendwie. Das war so Eat, Train, Eat, Train, Chemie, Sleep. Irgendwie sowas war da. Junge. Der klassische das klingt auf jeden Fall nach dem Rühl. Ja, der klassische Chemieanhänger. Wie? In der Tat, würde ich behaupten, ja. Gleich jemanden als Hurensohn zu bezeichnen. Es ist übrigens nicht sehr adäquat, jemanden sofort als Hurensohn zu bezeichnen, ja. Also, ja, diese Gossensprache, diese Gothensprache. Die Gothensprache. Hier ich liegt hab das eine Gefühl, Bombe. Dass es für Rainer okay gewesen wäre, wenn er sich noch ein paar Minuten mit ihm unterhalten hätte und ihn dann als Hurensohn bezeichnet hätte, damit es nicht halt direkt ist, weißt du? Ah, das ist das große Problem, ja. Ja. Also hat er so dargestellt. Also gleich als Hurensohn, das war sein Problem. Ja, Rainer kriegt auch in seinem Kopf auch wirklich nicht mehr als den Konter selber Hurensohn zusammengerennt. Deswegen nimmt er einfach dasselbe Wort und wirft es zurück. Rainer macht Freestyle-Konter. Ja. Sogar noch als fetten Hurensohn, gut fett bin ich, gebe ich zu. Oh, das ist die Selbstironie. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie anfangt mit 200 Kilo doch dann langsam zuzugeben, dass ihr übergewichtig seid? Das zeigt Selbstreflexion. Ja, aber ich kann meine Unzulänglichkeiten zugeben. Du anscheinend? Ich kann meine Unzulänglichkeiten zugeben. Du anscheinend nicht. Rainer, der Typ kennt dich erst seit 10 Minuten. Was soll der jetzt Deep Talk mit dir abhalten? Soll der dir jetzt sagen, dass er irgendwie das Gefühl hat, vom Leben abgehangen zu sein, weil er mit 14 irgendwie doch nicht mehr in den Verein gegangen ist, weil er dachte, so, jetzt bin ich zu alt dafür, um neuen Sport zu machen, aber jetzt mit 28 merkt, wow, ich könnte jetzt seit 14 Jahren Kampfsport machen. Was soll der jetzt sagen? Digga, niemand macht Deep Talk mit jemandem, den er seit 10 Sekunden kennt und den er schon von vornherein für einen Hurensohn hält. Das ist doch so dumm einfach.
Ich glaube, nach dem Hurensohn hat sich das mit dem Deep Talk eigentlich erledigt. Ja! Und dann kommt er hier mit, ich kann zugeben, dass ich dick bin. Rainer, gib mal zu, dass du dein Leben vor die Wand gefahren hast. Gib doch mal zu, dass du schuld bist, dass du die MPU kassiert hast und dass du die MPU dann nicht wahrgenommen hast und dass sie dann den Lappen weggenommen. Kannst du nicht zugeben, du musst es auf andere schieben. Und dann aber halblang hier, du nimmst zu viel weg. Nee, das war im letzten Stream. Macht er es wieder? Natürlich. Ja, okay. Aber egal, das macht er ja ständig, ne? Das war noch in seinem Emskirchen-Stream mit dem, wo er alle... Er flext damit, dass er gegen die Richtlinien verstoßen hat von YouTube, dass man es auch bewusst war, aber weil er es schon früher gemacht hat, gilt es nicht, ne? Sind die Hater wieder schuld. So. Und dann kommt er und hält irgendeinem Kenneck oder was, der einfach nur ein bisschen rumtrollt, eine Rede darüber. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die Ethnie mit ins Spiel springe, das hat gar keinen Sinn gemacht, aber für mich klingt der, als wäre ein Kenneck. Willst du noch sagen, dass er gleich bitte in den Dönerladen zurückzieht? Ja, Mahmoud Allah, Pöbel aus deinem Dönerladen. Er ist so dumm einfach. Wie hat die Polizei eigentlich reagiert, als Rainer immer wieder einen neuen Grund gesucht hat, dich anzuzeigen? Waren die genervt? Ja, die waren halt schon genervt, ne? Aber die haben halt gesagt, so, ey, beruhigen Sie sich doch erstmal. Und Rainer wurde halt auch immer lauter, hat die im Prinzip nur noch angeschrien. Und wenn du die Polizei anschreist, brauchst du doch nicht erwarten, dass sie entgegenkommen sind, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr viel Eindruck macht, weil Rainer kann sehr, sehr laut schreien. Ah, und er ist, ja. Ich hab rumgeschrien wie so ein Badass, Alter, wie so ein Badass, hatte ich vor der Polizei wie ein... Also er nennt es wie ein Badass. Ein Berserker. Ja, er denkt, er wirkt wie ein Badass, alle anderen sehen, dass er sieht aus wie ein quengelndes Kind, das keine Pennerbombe von der Mutter gekauft bekommt und jetzt weint. Junge. Vielleicht kommt der Abschiebetalk. Ich bin der Abschiebemann. Ein bisschen an deinem Benehmen ab. Ja, das ist der Ape-Sheep-Man. War ein junger Mann. Also wenn ich mal überlege... Habt ihr die neuen Schanzenaufnahmen von der Cam gesehen? Nee, wo sind die? Schick Link, Alter. Ich glaube, die sind noch nicht draußen, aber Mimon hat wohl auf seinem Account irgendwie jede Menge Videos geflext, die noch. Ja, ach, diesen sollten, Spoiler habe ich gesehen, dass er so, guckt euch hier, ich habe super viele Dateien, aber ich habe keine genauen Details jetzt gesehen. Dass ich. Doch, die Frage war allgemein. Vielleicht kommen da ja auch ein, zwei. Vielleicht bin ich ja auch mal wieder zu sehen. Ich war ja noch ein paar Mal da, ohne dass was hochgeladen wurde. Entschuldigung. Telegram gibt es schon zwei. Da wird ordentlich geprügelt, also Real Talk. Ja gut, dann können wir es aber nicht auf YouTube zeigen, ne? Entschuldigung, ich mach mein Handy mal auf lautlos. Ich habe reingeskippt. Rainer kommt vors Tor raus. Es gibt Bam Bam. Okay, okay. Also Rainer kassiert einfach. Nicht richtig kassiert, aber es fliegen Fäuste und zwei Gesichter werden getroffen. Okay, ja, guck ich nachher mal. Schick die Link, alle Videos, die er findet, schick die direkt in die Gruppe rein, ne? Oh, die waren sogar schon in der Gruppe, okay. Ja, ja. Die sind auch aber schon zu watchen und so weiter. Ihr wisst, diesen Watch kann man hier nicht watchen. Das wird safe wieder weggestrikt und dann kann ich ja nicht mehr streamen. Ja, ich habe Erika als Klingelton, aber schon seit Jahren. Ich habe Erika groß gemacht, so. Ich habe Erika auf die Karte gepackt. Armer. Und er kann einfach. Wie war's nochmal? Achso, doch, was los, Digga? Ahnma. So. Ich hab's geahnt, Junge. Ach, das heißt Ahnma? Ahnma heißt etwas ahnen, ne? So Vorhersagen. Ah, ja, ja, klar. Okay, aber okay, okay. Ahnen heißt auch so viel wie, also in so Neusprech, so Respekt geben. Und anstatt jemanden Hurensohn zu nennen, sagt man auch, meine Ahnen ahnen, deine Ahnen nicht. Ich glaube, mich hat die Gesellschaft einfach abgehangen. Leider, ja. Deswegen musst du einfach hier ein bisschen aufpassen, so, wenn ich den Gucci-Talk talke, ne? Dann hörst du auch, wie die Jugend redet. Hätte noch eine Wohnung? Der Kneipe, wo ich oft hingehe, das sind auch oft 18-Jährige und so, ne? Die hassen mich wie die Pest, wenn ich Gucci sage, ne? Ich finde das so, ne? Aber die tun dann immer so, oh, du bist so abgehangen, bla bla bla. Und ich denke mir so, Digga, das ist alles Gucci, Alter. Red du doch, wie du willst. Meinst du, aus meiner Sicht wirkst du wie ein normaler Mensch, du NPC? Ach Gott. Wissen die schon, was NPC bedeutet? Ey, da sind Menschen, da sind ein paar dabei, mit denen kannst du über nichts als übers Pumpen reden. Und die nennen trotzdem andere Leute NPCs. Und ich hab mir gedacht, du bist ein Bodybuilding-NPC mit nicht mal sichtbaren Fortschritten. Was los? Ach, du hast nur dieses eine Thema und da bist du nicht mal gut drin. Das ist ja ein bisschen doof. Aber dann reden die super laut darüber, dass irgendwer der übelste NPC ist.
Warte, ich mach mal einen Link zur Telegram-Gruppe gerade auf. Drück du mal gerade Play, ja? Okay. Muss das am Job, Handy machen. Ich habe nicht mehr. Und du einfach ein obdachloser Hurensohn bist. Stark. Denk Stark. Doch mal 5 Sekunden nach. Warum habe ich die nicht mehr? Ah, jetzt. Woran Kündigung nicht bezahlen? So, du musst dir deiner Unzulänglichkeiten bewusst werden. Ich schieb meine einfach auf die Hater. Tada! Ich hab einfach andere Sündenböcke dafür. Ich bin so smart. Hast, weil du allen Leuten im Dorf auf den Sack gegangen bist. Deswegen bin ich im fetten Ford Ranger rumgefahren, als ich das Haus verkauft habe. 4 Monate bist du damit rumgefahren und dann war der auch wieder Schrott, du Lappen. Das ist einfach super. Schrott, weil behaupten. Ja, und vor allem, ich hab mein Erbe quasi, also mir fehlt noch der Satz, dass er irgendwann mal auf die Idee kommt zu sagen, ich habe ein Haus, ich hatte einen Ford Ranger, obwohl er die halt nie zeitgleich hatte, ne? Quasi so, dass er versucht, in einem Gespräch den Wert zu multiplizieren, indem er einfach die Dinge, die er sich nach und nach von demselben Geld im Prinzip gekauft hat, aufreiht, ne? Aber, ja, ich finde es auch, also das macht er jetzt ganz gut, ihn einfach direkt auslachen. Er hätte natürlich jetzt noch, ich hoffe, der Talk den Talk noch, darauf hinweisen, dass er, das Erben ist keine Leistung, ne? Also ich will jetzt hier nicht diesen Anti-FDP diesen linken Talk von wegen Erben enteignen, bla bla bla, ne? Da, auf also der, ist auf, alles Erbe dem Staat. Ja, ja, auf dem Staat. Level bin ich nicht, ne? Aber ich kann verstehen, ich finde es okay, wer erbt, ich gönn jedem das, ne? Aber ich finde es verwerflich, wenn man damit flext, was man erbt. Das ist einfach, das gehört sich nicht, das macht keinen Sinn, du hast nichts dafür getan. Geboren werden ist keine Leistung. Was soll das, ne? Die Attitüde ist halt aber entscheidend. Es ist toll, dass deine Eltern dir was vermacht haben. Freu dich darüber. Aber damit hattest du selbst wenig zu tun. Ja. Außer in dem Punkt, dass du deine Eltern nicht so hart abgefuckt hast, dass sie gesagt haben, der ja. Bengel bekommt sowieso nichts von dir. Ja, es kann ja auch. Es kann ja auch gut sein, dass jemand zu Lebzeiten schon was selber dazu beiträgt. Ne? Mein Vermieter ist ein Dachdecker und was ist noch? Trockenbau. Zimmermannmeister. Sein Bruder ist nur Dachdeckermeister. Sein Vater ist Dachdeckermeister. Sein Onkel ist Zimmermannmeister. Das ist die übelste Dynastie, ne? Die kaufen gefühlt alle 2 Minuten neues Haus und renovieren das. Die machen nichts als schaffen, ne? Also wirklich, die bauen sich ein Imperium auf, ne? Und da ja, gut, ist das auch so, dass die Kinder. Ja, und die Kinder tragen schon dazu bei, ne? So. Da ist das natürlich dann was anderes irgendwie, ne? Aber Rainer hat nur zu Hause gesessen. Der braucht hier keinen Talken von dem, was er verdient hat. Ja gut, ich gehe jetzt davon aus, wenn die alle Meister und sonst irgendwas sind, dann sind die wahrscheinlich mindestens um die 20 und hängen da voll mit drin. 30. Rainers Leistungen, was er der Familie zugetragen hat, waren, er war mit Rudi mal mit 4 im Wald Holz sammeln. Ja. Und das tat sich dann damit. Ja, hätte er wenigstens wirklich auch zu Hause was geleistet oder so, ne? Gut, natürlich muss man fairerweise sagen, wenn dein Vater ein Meister ist, hast du eine andere Stadt, mit eigener Halle, mit eigenem Betrieb, hast du natürlich andere Startmöglichkeiten und so, ne? Klar, hätte Rainer irgendwann mal auch den LKW-Führerschein gemacht und wäre in die Fußstapfen seines Vaters getreten und so, bla bla bla, ne? Hätte ich das ja auch noch ein bisschen verstehen können, dass er dann auch sagt, ey, der Rudi hat es mir vererbt, weil ich mit dem, ich bin sein Sohn, ich bin in seinen Fußstapfen getreten hier, ne, nachdem er gestorben ist, bin ich seinen LKW weitergefahren, bla bla bla, so, ne, von wegen, ey, ich bin quasi Rudi in klein, ne, also in jünger, ne, wir hier, aber er sitzt einfach nur zu Hause. Es ist ja, einfach erbärmlich. Flext einfach nicht damit. Punkt. Flex nicht mit Sachen, für die du nicht selbst verantwortlich warst. Ich glaube, das ist so. Ja. Das geht auch so. Es gibt ja Leute, die sagen, sie sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Kann ich mich absolut nicht mit identifizieren. Ich habe nichts dafür getan. Na ja, das ist doch mal ein bisschen was anderes. Ich kann froh darüber sein. Ich kann verstehen, dass wenn man deutsch ist, traditionell deutsche Werte hochhält, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und so, ne? Also, alle reden immer über Pünktlichkeit, aber sind wir mal ehrlich, Deutsche sind schon lächerlich pünktlich. Das brauchst du in Spanien nicht erwarten. Ja, die Bahn wäre ja auch, die will ja auch pünktlich sein, ne? Das ist ja noch ein bisschen was anderes, ne? Du hältst ja auch keinem eine Rede, weil dahinter eine Mähdrescher für eine Viertelstunde festgesteckt hat.
Weil der Weltrecher dachte, die Eifel zu fahren. Sein, kommt eine Stunde zu spät regelmäßig. Ja, aber... wollt und tun, das ist ein... Ja, aber ey, ich glaube, so die Bahn zu organisieren ist schon ein bisschen was Härteres. Ne? Keine Ahnung, als das, was deine, keine Ahnung, was deine Freundin für einen Weg hat, aber genug Bahnrechnung. Ist scheißegal, wie lang der Weg ist. Nichts. Aber du kommst nein, her? Nein. Mal ernsthaft, merkst du eigentlich, dass du dich gerade vor, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir aktuell haben, lächerlich machst? Ey, das ist auch so. Das hat, den Talk hat er ja schon bei Dorian getalkt, ne? Wie Dorian ihn auf entspannt mit Amon Amarth verarscht und Rainer halt wirklich denkt, Dorian ist hier derjenige, der sich gerade des Todes blamiert, ne? Wenn man stolz Deutscher ist, ist man doch stolz auf Deutsche und nicht auf sich selbst. Ja, ich denke, wer stolz auf Deutschland ist, ist halt eine Identifikation mit den Werten selber. Da geht's nicht darum zu sagen, ey, ich bin als was Besseres geboren. Meiner Meinung nach kann auch ein Ausländer, der hier wohnt, sich integriert, stolz auf, stolzer Deutscher sein, ne? Wenn, ja, absolut. So ein Hector also, Panzer oder so. Ich glaube, der wurde hier geboren. Ist mir egal, der ist für mich das Nummer 1 Vorbild für Integration. Das stimmt. Niemand trinkt so gut Jägermeister in Goldkrone wie er. Ja. Du laberst über jemanden, von dem du nicht die geringste Ahnung hast. Und auch super reflektiert von Rainer. Der andere redet über jemanden, von dem er keine Ahnung hat, obwohl so viel von Rainers Leben überall frei zugänglich ist. Gleichzeitig. Und Rainer ja. Assumed von ihm irgendwelche Dinge, obwohl er jetzt 2 Minuten Gespräch mit ihm hat. Mit einem anderen. Ja, der andere Typ ist anonym. Du könntest nicht mal seinen Namen sagen. Du könntest nicht mal sein Alter sagen. Und in der heutigen Zeit ist das Geschlecht auch noch eine Ratesache, ne? Joke Bugatti. Aber wir wissen über Rainer schon sehr viel. Die Show, sagst du, oder? Ungefähr, ja. Der ist ein bisschen wie bei Roulette. Es gibt theoretisch nur 2 Farben, aber dann gibt's halt auch noch die 0. Okay. Aber die ist halt selten. So, Rainer könnte uns kaum was über den sagen. Er sieht diesen, also Rainer sagt selber so bla bla bla, ich bin impulsgesteuert. Ich bin stolz, Allianz zu sein. List will eigentlich gebannt werden. Hurensohn. Scheiß Allianzler, Doppelagenten-Wichser. List, hast du Doppelagent? Ja, war glaube ich schon immer Allianz. Weiß ich nicht. Halt. Ich glaube, der hat beides. Stolz auf Deutschland ist man da nicht auf die Leistungen, die in Deutschland passieren, sind Erfindungen und so weiter. Klar, gibt's aber auch Negatives. Aber das ist ja egal. Aber ich bin halt... Ja, also es gibt auch Negatives, ist, ich klar. Ich finde, es ist schwierig, stolz auf was zu sein, für das man nicht verantwortlich ist. Das, ja, das aber ist wenn halt du deinen Teil zu Deutschland beiträgst, also wenn es halt nur 40 Stunden die Woche arbeiten gehen ist, dann... Ja, dann ist das schon wieder ein bisschen anders, ja. Aber also ich, keiner Mensch halt... Hartz-IV-Empfänger wäre und im Prinzip dem Staat nur auf der Tasche liege, dann fände ich es auch weird, den stolzer Deutscher Grind zu fahren. Ja, und die sind das halt leider auch sehr häufig. Ja, gut, da ist das dann aber, ich glaube, bei so Leuten ist das dann auch eine fehlende Identifikation, weil die sich ja über irgendwas muss sich ja jeder definieren und wenn du nichts hast, gehst du auf Nationalität, ne? Ah, ja, okay, ja. Ja, wahrscheinlich liegt es dann daran. Ich würde mich ja auch erstmal mit der Arbeiterklasse, bevor ich mich mit der Nationalität identifizieren. Aber es triggert mich auch mehr, wenn sich Leute mit der Arbeiterklasse identifizieren, die damit nichts zu tun haben, wie zum Beispiel Ref, also Zeugen Sativas hat irgendwann eine Zeit lang random in seinem Titel Arbeiterklasse geschrieben, obwohl er ein Vollzeitkiffender, nicht obdachlos, Hartz-IV-Empfänger ist, der so Wannabe-Aktivismus macht, aber seine politische Meinung geht immer genau so weit. Kiffen soll erlaubt sein. Ja, danke. Große politische Ziele. Komisch, dass hier keiner zuhört. Alle 10.000 anderen politischen Themen sind egal. Ja, das Kiffgras. Mm. Das ist echt, ich hasse es, wenn Kiffer sagen, sie sind politisch interessiert und am Ende kommt immer nur raus, was mit deinem Headset-Kabel. Es hat immer noch einen Wackler, deswegen muss ich das hier drüber hängen, damit hier nicht so viel Bewegung reinkommt. Das ist aus Style-Gründen. Das auch noch. Wenn Leute sagen, ich bin politisch interessiert und wenn das dann, wenn du nachfragst, kommt das immer auf, Kiffen soll egal sein. Boah, Alter, du bist nicht politisch interessiert. Ich bin auch nicht Fußball interessiert, nur weil ich alle 4 Jahre hoffe, dass Deutschland gewinnt. Und danach hoffe ich, dass Japan gewinnt. Und dann hoffe ich, dass Marokko gewinnt, damit die Belgien brennen, ne? Also, das ist doch kein Fußballinteresse wirklich. Das ist einfach, das... Ach, du willst die Welt brennen sehen, sei ehrlich. Eigentlich will ich nur... Naja, vor allem Belgien. Ich find's lustig. Ich fand's wirklich lustig. Die Fachkräfteaufstände waren schon Highlights.
du redest von jemandem schlecht, der mehr in seinem Leben erlebt hat, als du wahrscheinlich in 5 Minuten oder 10 Jahren. Also, dass du vielleicht mehr erlebt hast bei der, dem Mann, dann der ja auch 30 Jahre gut, 10 Jahre Mutter älter bist, das kann ich mir schon vorstellen. Trotzdem würde ich behaupten, dass ich mit meinen 23 Jahren momentan erfolgreicher im Leben bin als du. Digga, da wird es jetzt wieder weird, finde ich. Warum? Keine Ahnung, so mit Erfolg zu. Er hat, also, man kann nur sehen, dass Rainer gar keinen Erfolg hat in der Hinsicht. Der kann jetzt was vom Pferd erzählen. Und dann ja, halt, ja, gut, ist natürlich, man kann ein bisschen. Aber keine Ahnung, also jeder 20-Jährige kann zu Rainer sagen: Ey, long story short, ich habe einen Gesellenbrief. Nur wenn du einen Schulabschluss hast, hast du quasi. Ja, im Prinzip, sobald du die Hauptschule abgeschlossen hast, hast du einen höheren Abschluss als Rainer, ne? Ey, Rainer, ich habe Hauptschulabschluss und Ausbildung. Und mit der Ausbildung habe ich den Realschulabschluss geschenkt bekommen, so. Na, Ausbildung bist du quasi, was Usain Bolt zu Stephen Hawking ist. Und danach. Wer von beiden wäre man lieber? Im Rennen jetzt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, weil für die Menschheit gesehen ist Stephen Hawking ja wohl. Also. Ja, Digga, ja, du bräuchtest schon echt ein ganzes Rudel von den Usain Bolts, um das auszugleichen. Aber ich habe irgendwie, hatte ich mir das Rollstuhlbild im Kopf. Das Ding ist, du könntest zu Rainer einfach sagen: Ich habe einen Gesellenbrief und jetzt kommst du. Ah, hit him with it, jetzt kommst du. Das. Ja, leider spielt er dann wieder Quartett. Dann kommt, ich habe so und so viele Abos auf TikTok. Ja, ich hatte so und so viele Abos auf YouTube. Du sagst einfach hatte. Ja, hatte. Dann kommt halt bitte. Weißt du, was das Beste am Gesellenbrief ist? Ich hab so viele. Lebenszeit, Digga. Wobei, kann man den gibt's verlieren? Ich glaube, wenn du. Wenn dir Betrug nachgewiesen wird, wie bei allen Abschlüssen. Aber Betrug? In dem Abschluss selber meinst du? Ja. Nee, ich dachte jetzt vielleicht zum Beispiel, wenn ich bin jetzt Metallbauer und ich baue ein wirklich fahrlässiges Geländer und es sterben 2 Leute. Was ist dann? Das ist eine sehr gute Frage. Ich ignoriere ich nicht, keine Fragen, aber wenn du Fragen wiederholst und mir dann vorwirfst, dass ich sie ignoriere, obwohl ich nicht alles im Chat vorlese, dann lese ich halt schon zweimal nicht vor, ne, ganz ehrlich. Beruhig dich. Viele wissen es nicht, aber in so einem Chat mit 269 Zuschauern, da kommt halt nicht jeder immer zum Wort, ja? Zahlflex hier. Der Flex mit den Zahlen. Also, wenn ich jetzt hochscrolle, Real Talk, sehe ich deine Frage nicht mehr. Ich habe sie eben auch nicht gesehen, ich habe auch schon geguckt. Ja, okay, dann vielleicht mal gucken, ob. Im Live-Chat. Ne, ich hab auch Live-Chat, ich hab nicht Top-Chat. Ich habe Live-Chat an. Ich habe auch Live-Chat an. Das Letzte, was ich sehe, ist das mit dem Autist. Aber. Ja. Vielleicht ging's unter. Bezweifle ich ehrlich gesagt. Wie groß bist du denn bekannt? Wer kennt dich denn außer deinem? Du, ich gebe da gar bekannt keinen Wert was, drauf. Was echt schwer messbar ist. Aber weißt du, wo ich Wert drauf gebe? Auf gute Geschäftsbeziehungen. Und mir. Bitte? Ich ziehe, egal wie viele schwierige Probleme ich bekomme, egal wie viele von euch da sind, ich ziehe durch. Es gibt mehr als 2 Geschlechter. Nein. Es gibt, also das Geschlechtssystem, und das habe ich mir von Silas erklären lassen, und da Silas Biologie studiert, gehe ich auch noch ein bisschen Ahnung davon. Das Geschlechtssystem ist bimodal, es gibt Mann und Frau und es gibt auch was dazwischen. Das dazwischen ist relativ selten, aber es gibt es. Was es nicht gibt, sind irgendwelche non-binären Volldullis, die auf einmal erzählen, ich gehöre nicht in dieses System, ja, schwätz keine Scheiße. Was du meinst, ist biologisches Geschlecht. Ja, und Geschlechtsidentität, klar gibt es das. Aber das auch, würde ich sogar sagen, ist ein Spektrum, weil du theoretisch jeder unterscheidest. Ja, da kannst du dir einen Schwachsinn ausdenken, aber da soll mir trotzdem keiner mit non-binär um die Ecke kommen. Tut mir leid, wenn jemand davon redet, dass er non-binär ist, dann ist der einfach lost im Kopf. Du kannst gerne sagen, dass du asexuell bist, wo weißt du dann, wie das sexuelle Orientierung eher ist. Aber sobald du mir mit non-binär irgendwie um die Ecke kommst, das kann keinen Sinn ergeben. Was soll das sein? Wenn jemand beschreibt, was er nicht ist, macht das ja eh schon mal keinen Sinn, ne? Und non-binär sagt ja nicht, ich bin das, sondern das bin ich schon mal nicht. Und ich habe keinen Bock, mit Menschen Scharade zu spielen über ihre Geschlechtsidentität. Wenn du die selber nicht benennen kannst, ist das dein fucking Problem. So. Davon abgesehen, dass es eigentlich scheißegal ist. Also jetzt wirklich. Den meisten, eben, wenn die vor dir ein Tomboy steht, also ein Mädel, das ein bisschen wie ein Kerl aussieht, keiner sagt dann so, was denn jetzt mit deinem Gender, Digga? Meistens machen die doch das Thema auf. Ey, bleib doch ruhig.
Und ich habe ja auch kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, so wie Dragolina, ey, ich würde lieber mit sie angesprochen. Alles Gucci. Also wenn es ein sie wie Frau ist, ne? Wenn mir jemand sagt, ey, ich will gesiezt werden aus Respekt, also ne, das Respekt sie, dann sage ich, ja komm, halt mal Ball flach. Ne, aber wenn mir ein Mann sagt, ey, ich nehme mich als Frau, kannst du mich so ansprechen, alles Gucci, ist mir egal. Aber er braucht nicht über, also wirklich, mir braucht niemand kommen, ey, du musst jetzt mit Sei, Zen oder Xer mich ansprechen. Ey, Entschuldigung, nee, ich fange jetzt hier nicht mit Pronomen an, die ich nicht kenne und muss mir dann über meine Sätze Gedanken machen, damit du irgendwie Bock dran hast. Ey, komm. Dann werde ich aber einfach respektvoll ja den Raum verlassen. Dieselben, also es kommt ja aus dem, derselben Richtung. Leute, die sagen hier Vorurteile und Sexismus, bäh. Aber für jede Frau, die sich in irgendeiner Art für, in irgendeinem Thema für eher die klassisch männliche Seite entscheidet, die ist keine richtige Frau mehr. Okay, oder andersrum. Ja, das wäre halt normal, nennt man das einfach ein Tomboy, halt ein, ne? Das ist halt komisch. Gut. Nee, nicht nur das, also alles Mögliche, keine Ahnung. Eine Frau, die Schweißerin ist, ist aber eigentlich normal typisch männlich, vielleicht ist sie gar keine Frau. Das ist, scheiß doch einfach drauf. Was? Frauen scheißen? Oger? Nein, auf die... Das ist Homo-Shit. Auf dieses krampfhafte, ich muss mich fest als irgendwas identifizieren. Ja, das ist ja auch, es geht ja auch, da geht es ja auch super oft nicht um Gerechtigkeit, da geht es nur noch um Identifikation, da braucht mir keiner anderes erzählen. Also, die haben einfach Bock, wieder irgendeinen Kampf zu kämpfen und dann wird wieder irgendwas gesucht. Hauptsache, man muss nicht über Themen wie Kinderarmut reden. Lass mal lieber darüber reden, wer hier misgendert wird. Und dann ballern wir Ressourcen zusammen und über so einen Scheiß. Dragolina heißt jetzt Bisalina. Was? Das habe ich nicht mitbekommen. Aber die Pleilos bleiben auch die Pleilos für mich. Ich habe keine Zeit, neue Namen zu lernen. Ich höre die Leute bitte auf. Du beleidigst jemanden, der, eben, der alleine gegen wie viele tausend, hunderttausend Menschen angeht und ach, dann willst du dich als jemand... Ey, das... So, ey, ich stehe alleine gegen tausend. Sowas kann sich auch Kim.com oder so auf die Fahne schreiben, weißt du? Oder Steffen Oswald. Geil, Alter. Ich kämpfe. Mensch gebliebener Unmensch, ey. Ne, bitte keine Diffamation gegen. Ich kann dir immer noch leiden, also spar dir das bitte hier. Ich glaube auch Putin steht gegen. Ja, Putin steht auch gegen tausend. Was ist das für ein Scheißargument, Alter? Hat ja eben auch gesagt, er zieht einfach durch. Ja, wenn ich auf eine Mauer zu rase und einfach weiter Gas gebe, anstatt die Bremse zu drücken, ist das auch nicht gerade unbedingt ein kluger Move. Ja. Mehr erreicht als ich? Ach, gegen wie viele Menschen sind im Leben den Größeren gezogen? Hm? Nein, ich muss mich gegen niemanden aufbringen oder wehren. Ist auch krass, ne? So, das ist im Prinzip, jetzt ist der andere, der gefickt in Rainers Welt, weil er nicht tausende Leute angepisst hat, ne? Ich muss mich auch noch nicht gegen Hunderttausende, kommt zu tausend zu mir, musste ich mich nicht durchsetzen, weil ich einfach keine tausend Leute aufgebracht habe. Also bin ich jetzt der Versager oder was? Ja. Okay. Ich sag ja Quartett, du kannst bei Quartett ansagen, hoch oder tief, meine ich, oder? Hab ich lange kein Quartett mehr gespielt. Nee, das hängt immer davon ab. Also zum Beispiel, logischerweise, Geschwindigkeit auf Sekunden auf 100 Kilometer die Stunde ist tief gut, weiß man ja, ne? Gewicht ist tief gut bei Autos. PS ist hoch gut. Aber bei LKW ist das Gewicht hoch. Ja, bei LKW-Quartett ist Gewicht hoch, klar. Ah, das siehst du, da fängst du schon an. Ja, das weiß ich. Bei Quartett das konntest du hoch und tief ansagen. Nein, das musst du nicht an, oder? Ich meine schon. Ey, dann ist ja auch übelst einfach. Also allgemein ist Quartett ja sowas wie auswendig lernen gegeneinander. Ja, du weißt halt, was hoch ist, so vom Ding her. Ja, aber warum sollte ich beim Motorquartett... Warum soll ich beim Autoquartett sagen, PS niedrig? Ja, weil du halt den hohen abziehen willst. Den der andere setzt. Nee, das macht gar keinen Sinn. Ich laber Scheiße, okay. Luke Skywalker sagt, ich laber Scheiße. Bei dem Namen glaube ich das. Und habe ich das mir einfach falsch gemerkt. Sorry, Leute, das ist 15 Jahre. Da steht Skywanker, ne? Habe ich doch gesagt. Okay. Vielleicht aber auch vertippt, das N liegt neben dem L. Ah, das wäre ärgerlich. Jetzt muss er mit dem Namen leben. Ich hab geplöfft. Junge. Weil ich habe halt einfach nicht so viel Scheiße gelabert wie du und habe so viele Hände auf mich gezogen. Oh, Rainer hält mit dem Finger das Mikrofon zu. Ey, Real Talk, als ich das neue Handy bekommen habe ich eine ganze Zeit lang, also hier unten ist irgendwo mein Mikro.
oder? Ja, ist hier unten irgendwo so eine kleine Öffnung, hier, ne? Und ich habe super oft so meine, ich mache so meine Sprachnotizen super oft, ne? Ich habe so den kleinen Rettungsfinger unterm Handy immer gehabt. Und nachdem ich das neue Handy hatte, aber ich habe den nicht immer genau an derselben Stelle. Deswegen war dann nur so jede dritte Sprachnotiz hat man nicht verstanden, was mich super lange abgefuckt hat. Also sagen wir mal so ungefähr 3 Wochen, bis ich das halt rausgekriegt habe, bis ich mir dann wirklich mal Gedanken drüber gemacht habe. Ne? Und Rainer sitzt da, hält seinen Livestream und hält einfach mal auf entspannt das Mikro zu. Bester Mann. Ja, das kommt direkt zu, es fährt der Hurensohn. Gerade übrigens im Chat, Grüße gehen raus an Ofi. Scheiße gelabert, Junge. Du hast nicht viel Scheiße gelabert, nein. Du kommst her und laberst jemanden direkt zu und beleidigst jemanden direkt als fetten Hurensohn. Aber du laberst nicht so viel Scheiße wie ich. Mit dem Namen kann ich flexen, weil den habe ich nicht geerbt. Shoutout, Luke Skywalker. Oh, mein Live-Inhalt wurde wegen Mobbing und Belästigung gemeldet. Das aber ärgert. Ich habe dich auch gerade rausgehauen. Das ist genau das, was ich meine, Leute, ja? Er kommt her und sagt, ich habe nicht so viel Scheiße in meinem Leben gelabert danke, wie du. Bill Thomas. Ja, kommt da jetzt noch was? Nee, hat ja gekickt. Nee, von Rainer. Rainer sagt, sein Argument ist, ich habe nicht so viel Scheiße gelabert wie du. Da fehlt ein Aber, meinst du? Nee, ja! Du kannst dich einfach sagen, der und der sagt das. Okay, aber du musst jetzt schon, also gerade wenn es ein schlüssiges Argument ist, also viele Argumente sind ja schlüssig, auch obwohl sie falsch sind, ne? Du weißt ja, wie kommt der Typ jetzt auf diese Gedanken, ne? Und da musst du ja erklären, also wenn du wirklich Ahnung hast von Diskutieren, dann musst du erklären, wie er auf den Gedanken kam und was daran falsch ist, ne? Gut, das, wie er drauf kam, ist auch immer ein Stück weit raten, weil, oder beziehungsweise kann auch dann Stellen unter Stellungen ausarten, wie wenn du versuchst zu erklären, wie Dingo auf seine Ideen kommt. Aber Rainer macht einfach gar nichts. Okay. Kommt hier rein und beleidigt wegen, ich weiß gar nicht, was alles, ne? Ja gut, das Problem ist, also theoretisch jetzt, was der Dude jetzt, sage ich mal, falsch gemacht hat, du kannst Rainer schon mal gar nicht mehr erreichen, sobald du ihn beleidigst. Weil dann sieht Rainer die du kommst aus dem Gefängnis Freikarte und spielt die Opferrolle aus, ne? Also wenn du halt, meiner Meinung nach ist auch ein Stück weit besseres Matt, aber das ist jetzt kein Hater den Dude, ne? Matt ist Matt, na. Wenn man ihn nicht beleidigt und er so keine Fluchtmöglichkeit hat, weil sobald du ihn beleidigst, zieht er sich immer wird er immer die Karte wählen, ich zieh mich zurück, weil der andere hat ja eh keinen Stil. Der andere ist ja... Jeder anderen Ding hängt er halt an, irgendwelche Räuberpistolen zu erzählen. Ja, aber das finde ich immer lustiger, wenn er sich... Dann kommen halt so lustige Sachen raus, wie als er mir gesagt hat, dass er Mario Kaiser-Spieler ist. Dass er 130 Kilo wiegt. Dass er, ich denke, es geht beides. Die Abwechslung macht's, denke ich. Ja, weißt du, ja, immer mal... Der eine beleidigt ihn stumpf, der nächste lacht ihn aus und wieder ein anderer lässt ihn ein paar Lügengeschichten erzählen zur Erheiterung aller Anwesenden. Ja... Ich hätte aber gerne mal wieder so eine richtige Diskussion mit Rainer, wo Rainer sich dann halt verläuft. Und dann, was ist das für ein Kindergarten? Ja, mein Argument ist und dann und Kindergarten. Hm? Ihr müsst selber diese Brücke bauen, ich kann das nicht. Jemanden direkt als, ich weiß gar nicht was alles zu beleidigen. Er hat eigentlich nur Hurensohn. Ich glaube, es waren nur obdachlosen Hurensohn. Ja, stimmt, obdachlos. Obdachlos kann man. Obdachlos kann eine Beleidigung. Ob das eine Beleidigung ist. Das ist ein Fact. Wenn jemand keine Wohnung hat, aber in einem Hotel temporär unterkommt, ist er dann obdachlos? Nee, ich glaube, dann hat er ein Obdach in dem Fall. Ja, es ist ja ein temporäres Obdach eigentlich. Ja, aber weil du vielleicht mal einen Tag in deinem Leben kein Obdach hattest, bist du nicht direkt durchgängig wohnhaft. Ja, aber ein Obdachloser, der irgendwie im Vorhof, im Raum der Sparkasse schläft, ist ja trotzdem immer noch obdachlos. Okay, die keinen festen Wohnsitz. Ja, gut. Ja, Udo Lindenberg ist immer was anderes. Der hat ja auf Lebenszeit da irgendwie ein Zimmer, das ist was anderes. Wikipedia sagt, kein fester Wohnsitz ist obdachlos. Dann fällt er halt rein. Ich glaube, ein Hotel ist kein fester Wohnsitz. Nee, also er wird kein Hotel finden, das seine Post annimmt. Stell dir mal vor, der schickt so einfach dreimal die Woche ans Arbeitsamt oder allgemein an die Ämter einen Brief mit einer neuen Anschrift. Jedes Mal. Das würde ja nicht... Also, ich halte mich schon für einen etwas zivilisierteren Menschen als Rainer, aber das würde ja nicht mehr ich hinkriegen.
Da werde ich ja verrückt werden, die ganze Zeit alle zu informieren. Ummelden ist eh übelst nervig. Lass das einfach über die GEZ laufen, die wissen das immer. GEZ trackt dich einfach über den Chip. Der kam mit der Impfung! Joke. Ich finde es immer noch schade, dass die Stelle nicht magnetisch ist. Das wäre super. Verdeckt Obdachlos hat letztens Imp gesagt. Oh, aus welcher Doku Imp das wohl hat? Ich weiß es nicht. Ja, Imp hat die STRGF-Doku gesehen, die haben wir auch geguckt, da kam das drin vor. Das ist schon ein starkes Stück, Mann. Das ist echt ein starkes Stück. Ja, das, also die Argumente sind, das ist Kindergarten und das ist ein starkes Stück. Ach, danke, danke. Außerdem hat er mich beleidigt. Und dann zu behaupten, dass man nicht so viel Scheiße in seinem Leben gelabert hat. Nein, du bist kein Sozialschmarotzer. Junge, du bist echt durch, Mann. Also man kann gern drüber streiten, ob Streamen ein echter Job ist, aber das ist ja dann kein Sozialschmarotzen. Und dann flattern die 5 Kilogramm Nüsse an der Rezeption rein, Alter. Junge. Das wär's schön, echt. Schön für die Gesundheit. Oh, sich als Lieferservice da verkleidet da hinkommen und dann die Nüsschen privat abgeben einfach. So. Ich werd der Nüsschenbomber. Ich verteile anonym an irgendwelche Unis und so immer 5 Kilo Packungen Nüsschen. Und flex dann damit, so, das könnte auch eine Bombe sein, ne? Ich meine ja nur. Okay. Richtig weirder Flex. Mal sehen. Den hatten wir gerade schon mal versucht, ich probiere es nochmal. Was? Ey, mal ganz ehrlich, was ist, wenn ich über Jahre hinweg blind zünden, also Bomben verschicke, die Blindzünder sind, ne? Also die, da ist quasi alles drin, außer ein Zünder. Und das mache ich nur, um den Leuten zu zeigen, ich könnte es. Das ist eine Straftat, oder? Das wird in irgendeinem Weg. Also, es wird doch irgendwie eine Straftat sein, oder? Sicherheit, ja. Ja, aber es wäre schon lustig. Ey, das wäre ein Serienmörder mit Humor, oder? Also, der keine Serien mördert. Das müssen die Leute doch appreciaten, noch irgendwie, oder? Das ist ja dann wie so eine Art Wettkampfherausforderung mit der Polizei. Ja, gut, das Sprengstoffgesetz, ja, klar, klar. Also, was heißt das in Deutschland? Bewährung, oder? Bewährung. Es ist kein Finanzverbrechen, also wahrscheinlich Bewährung. Ja, ja. Euer Hallo? Nabend. Hi, Abend. Also, ich wollte erstmal jetzt am Anfang sagen, dass ich das komplett albern finde. Dass man schön die Drahtdünger. Dass du hier streamst. So. Dass man als erwachsener Mann einfach reinkommt und andere Erwachsene halt einfach beleidigt. Das ey, wenn Leute gegenseitig sich die ganze Zeit betonen, wie erwachsen sie sind, dann sind sie es nicht, ne? Nee. Bin ich sicher. Das ist so ein, das machen Leute im Alter so von 20 bis 23, sagen wir 18 bis 23. Da betonen Leute, dass sie erwachsen sind und dass andere erwachsen sind. Irgendwann kommst du auch in deinem Leben einen Punkt an, da ist das Standard-Move, erwachsen zu sein. Da musst du das nicht jedem erzählen. Übrigens, Oga, wusstest du, dass du erwachsen bist? Ist mir eben jetzt aufgefallen. Ich glaube, das ist ähnlich wie dieses Alpha-Ding. Wenn du jedem erzählen musst, wie Alpha du bist, dann bist du es wohl leider nicht, weil die Leute kommen sonst von selber drauf, dass du Alpha bist. Oder ja. Warte, Sigma ist das neue Alpha, gell? Sigma ist das neue Alpha, ja. Ah, das kannst du aber nicht wissen. Weil du Beta bist. Ich bin leider raus. Lass den Sprengstoff auch weg, nur die Bombe oder Zünder und Explosives. Was ist eine Bombe ohne Zünder und Explosiv? Ja, das Problem ist, der Inhalt muss ja trotzdem noch so aufsehenerregend sein, dass ich damit flexen kann, dass der an, dass der per Post durchging, ne? Wenn ich einen leeren Brief schicke und da steht drin, dass hier könnte eine Bombe sein, lul, und dann ist das nur ein Umschlag, vollkommen unrealistisch, dann habe ich ja nichts bewiesen, ne? Du kannst Metallrohre verschicken, die oben und unten zu sind, leer. Nee, da muss auch was drin sein. Nee, die werden ausgesammelt, glaube ich. Weil du ja nicht so gut reingucken kannst. Ah. Aber könnten halt auch Rohrbomben sein. Oder du verschickst weißes Pulver, also so Kreide. Milzbrand, ja. Weil, stell dir mal vor, ich schicke eine Rohrbombe, aber in Wirklichkeit ist Milzbrand drin. Joke! Junge, was ein Ablenkungsmanöver. Ihr dachtet, es ist eine Rohrbombe. Jokes on you. Nee, keine Ahnung, wenn, also der Junabomber hat ja so Pakete gebaut,
wo der Schalter quasi beim Öffnen hochgegangen ist, ne? Und ich glaube, der hat ja auch aus Holz gebaut. Es wäre ja ziemlich blöd, wenn du das Ding auspackst, dann stehst du davor und denkst, das ist eine Bombe. Damn. Ich geh mal weg. Damn, was mache ich jetzt bloß? Ich drücke den Knopf. Also, macht gar keinen Sinn. Ist auch total. Ah, jetzt freut sich Rainer. Ah, jemand gibt mir. Jemand ist meiner Meinung. Deine Meinung ist gut, denn sie ist meiner Meinung. Ja, voll. Ja, ist der Standard. Ich meine, ich habe Fehler gemacht, klar. Ne? Klar, kannst du die benennen? Generalentschuldigung. Generalentschuldigung. Dazu stehe ich. War auch mal jung. Dazu stehe ich. Ich war auch mal jung. Also mit 32. Ja. Ja. Mal dumm. Ich war auch mal dumm. IQ hat sich gebessert oder was? Ist er jetzt eigentlich erwachsen oder? Bin ich vielleicht. Was? Wenn er immer noch Fehler macht. Wenn er immer noch Fehler macht, ist er noch jung. Wenn du Fehler machst, bist du jung, das weiß man. Aber gleichzeitig ist er auch erwachsen. Erwachsen sein heißt perfekt sein. Das ist schwierig. Ja. Immer noch Letzteres, aber er gibt keinen Sinn. Ich grob Bombenspaß. Rinderwahn. Rinderwahnpulver oder was? Jo, geht das? Ich gehe davon aus, du könntest den auch irgendwo auf dem Pulver drauf machen. Ich weiß es nicht. Das Pulver ist ja wahrscheinlich eh nur ein Granulat, was irgendwie dann den Virus oder Wilsbrand ein Virus? Ey, ganz dünnes Eis hier. Am Ende muss ich mich dafür entschuldigen. Kannst du den Experten Joe Gazinas bitte rufen? Schreib mal. Ich glaube, Rinderwahn ist ein Pilz. Ich habe ihm mal geschrieben. Ich bin gespannt, was er sagt. Gut. Irgendwann sollte man auch mal einen Schlussstrich ziehen, ne? Vor 5 Minuten war Jung zu Netzala. Tatsächlich sogar der Glory Hole Bomber. Was? Nils von Antrax ist Bakterien. Ach, der. Ja. Also jetzt sind Sporen, Leute, ihr müsst euch einig werden. Also ich wollte nur fragen, wie das jetzt ist, wegen Twitch oder YouTube oder so. Ob du damit anfangen willst. YouTube! Anfangen! Erstmal hast du dir mal YouTube angeguckt? Habe ich ja ewig gemacht. Ich kann jetzt momentan über YouTube nicht viel sagen. Er konnte auch damals. Wie es jetzt aktuell weitergeht, da ist momentan alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Oh, ja, in der Schwebe. Oh, jetzt will er so tun, als hätte er es geschafft, einen Anwalt ranzuziehen, oder was? Warte, jetzt ist es noch in der Schwebe. Wart noch ein paar Minuten, dann hält sich das wieder ganz anders an. Okay. Das ist faszinierend. Und Twitch mache ich definitiv nicht. Dann willst du nicht doch noch Papst werden? Ich würde dich auch wählen. Wenn hier ein Kardinal zuguckt, ja? Ja, Kyle Reeven sagt schon, Sandwich, bist du ein Kardinal? Wenn du ein Kardinal bist, Digga, kriegst du mal ein Live-Hofe-Kette. Wenn, dann mache ich vielleicht irgendwie was anderes. Ich glaube, Kick ist momentan auch ziemlich beliebt, ich weiß nicht. Was ist Kick? Der Messenger? Nee, Kick ist dieses neue Twitch. Es sieht aus wie Twitch. Ich weiß, Glücksspiel streamen. Es gab früher, du kannst Glücksspiel streamen? Ich meine, das war, ja. Kick-Online-Shop. Warte, ich gucke, ob ich es finde. Also ich kenne nur den Messenger-Kick. Ist es das? Wurde Kalina Kackwurst mein Name. Kick ist schon alt, dann ist das wahrscheinlich. Ja, das war mal so eine Alternative wie Telegram und so zu WhatsApp am Anfang. Ja, PCP, wenn das so ist, dann ist es halt genau der Spot für Rainer wieder. Er nimmt die alle mit. Kick ist ein Pedo-Hort, ja, beste Leben. Ja. Also, es ist Junau. Sagen wir, wie es ist. Es ist Junau. Rainer hat Junau wiedergefunden. Kick war mal der Messenger von BlackBerry und jetzt ist es eine Online-Plattform, oder was? Okay. Ich habe mich aktuell nicht wirklich darauf fokussiert. Also momentan auf Odyssey mache ich Videos. Da heiße ich auch Drachenlord ganz normal wie immer. Kann ich nur nicht verlinken aktuell. Werde ich aber, da wird auch die, ich versuche heute Abend dann noch ein kleines Video zu machen und dann auch die nächsten Tage da wieder regelmäßig was zu machen. Ansonsten halt hier auf TikTok, ne? Jo, ja, das war alles, ne? Also ich wünsche dir dann noch so schönen Tag und so. Viel Glück noch. Jo, yeah.
Der ist der andere auch, der ist doch auch stoned bis in die Haarspitzen, oder? Was macht Kevin da? Keine Ahnung, klingt so ein bisschen, gell? Nee, er klingt halt einfach, also er klingt nicht wirklich wie Kevin, aber er klingt halt wie ein Kiffkopf. Ne? Nee. Wie, ja, langsam. Ja, enge geblieben. Ey, Kiffkopf, seid's mal nicht böse. Ja, Kiffköppe meine ich natürlich. Aber hängen geblieben. Ja, ciao. Jo, tschö, halle Wurst hoch. So. Na, so. Seht ihr, es gibt auch vernünftige Menschen, die vernünftig reden können. Man muss ja nicht immer gleich... Vernünftig reden. Der klang wie ein absolutes Drogenopfer. Vernünftig reden. Der hat eine Frage formuliert bekommen. Ja, und Rainer, tut mir auch... Also... Ne? Ja, sehr vernünftig, Rainer. Vernünftig reden heißt keine Kritik. Vernünftig reden heißt keine Kritik und er hat immer recht, wenn er lutscht. Das ist richtig. Ja, wer lutscht, hat recht, Ed Sattler. Kommt dann jemanden direkt instant beleidigen. So mache ich das sowieso hardcore lächerlich. Problem finde. Ist, du kannst ihm halt auch alles sagen. Alles ist eine Beleidigung oder ist eine Lüge oder sonst irgendwas, wenn es ihm nicht in den Kram passt. Das ist Rainer halt. So, wen haben wir denn als nächstes? Gucken wir mal. Schau mal einer guck. Aber ich finde das Profil wird gerade ultra witzig. Rinderwahn sind übrigens infektiöse Proteine. Markus Rühl geht's Arschloch zu. Schönes Ding, Luke. Probieren wir mal das. Das hat wohl nicht funktioniert. Sieht zumindest stark danach aus. Ne, verbindet noch. Schade, funktioniert offensichtlich nicht. Probieren wir mal den hier. Ich bin mir ziemlich sicher, wer den Namen trage. Irgendwas Moin, Rainer! Angenommen. Nabend. Warum sehen wir jetzt den seinen Stream? Ich bin bei dir. Das ist eine sehr gute Frage. Läuft. Wie immer halt, ne? Ich gehe davon aus, Rainer hat was verbockt. Was? Ich gehe davon aus, Rainer hat was verbockt. Beim Annehmen. Die einen beleidigen, wenig Kohle, wenig Sex, aber ansonsten das Übliche. Ja, ist bei mir genau dasselbe, also. Okay. Was? Ja, eben, der war doch okay, der hat ihn doch gar nicht beleidigt. Ja, aber trotzdem sind ja alles Wichser. Einfach, ja. Kennst du das, wenn du mit einem anderen Kerl redest und der fragt dich, wie geht's, und du sagst so, ja, wenig Sex? Tatsächlich nicht. Ja, ist auch nicht so der Flex, den ich fahre. Ich bin wohl einfach zu alt. So redet die Jugend also, oh, shit. Ja, naja, es macht dir nichts aus. Du bist immerhin Fame, ja? Du bist immerhin Fame, Digga, stell dir mal vor, dein Leben liegt in Trümmern, aber irgendein Zahnloser sagt dir immerhin Fame. Du bist immerhin Fame, bezeichnet sich selbst als der meistgehasste Mensch Deutschlands. Er ist der berühmteste Obdachlose Deutschlands. Was haben wir noch? Immerhin Fame. Wenn gar nichts geht, Fame. Dann einfach Fame sein, Leute. Wenn du den zwischen berühmten berüchtigt. Glaub mir, ich wünschte, ich wär's nicht. Dann könnte ich wenigstens vernünftig arbeiten gehen, hätte vernünftig eine Wohnung. Nein, Rainer, auch wenn du. Also. Okay, das jetzt kommt wieder. Jetzt sind wir wieder an dem. An dem Punkt, wo ich meine, Rainer denkt immer, dass das, was er gerade nicht macht, die krassere Lösung gewesen wäre, ne? Ja. Als Rainer arbeiten gegangen ist, wollte er unbedingt YouTube machen und hat die erste auch nur ansatzweise in Aussicht stehende Idee genutzt. Oder als er dachte, es reicht gerade so, Rainer und Zahn, es hat nicht gerade so gereicht, hat Rainer sofort das Arbeitsleben abgebrochen und ist full Hamm auf die Online-Sache gegangen. Und jetzt kommt damit, ich würde ja eigentlich gerne arbeiten. Eigentlich. Davon abgesehen, dass er jedes Mal wieder betont, oh, er will eigentlich gar nicht arbeiten, weil er hat ja gar nicht die Chance, irgendwas Tolles zu machen und er hat keinen Bock zu buckeln. Er will nicht, aber Arbeit wäre eigentlich schon geil. Er will kein Systemsklave sein, er wollte ja lediglich ein bisschen mehr aus seinem Leben machen, bla bla bla, er will kein Zahnrad im Getriebe sein, kein kleines Zahnrad wie sein Vater, der sich sein Leben lang totgeschuftet hat, bla bla bla. Er hofft doch einfach nur, sein Leben etwas genießen zu können. Ich will gerne arbeiten gehen!
Er hätte einfach hätte easy das neben dem Job machen können. So dieses You-Know-Streaming, ja, so damals. Ich. Ja. Ja, gehst halt dreimal aber die Woche on oder was? Keine Ahnung. Und vor allem, ey, wenn du halt wirklich, wenn dein also Rainer hat ja keine echten Hobbys, ne, muss man ja fairerweise sagen. Rainer hat keine wirklichen Hobbys wie Sport oder eine Band. Ich fack jetzt mit allem, was ich habe. Zocken ist auch ein Hobby. Freunde. Also. Ja, zocken hat er halt, ne? Aber bei das kannst du halt auch easy im Stream machen, wenn du, also wenn du Rainer legt, holst du hinaus. Ja, okay, ja, okay. Rainer legt eh keinen Wert auf Performance. Ich zocke nicht im Stream, weil ich erstens weiß, dass keinen von euch interessiert. Zweitens weiß ich, dass die Art, wie ich zocke, nicht unbedingt spannend ist, ne? Wenn ich hier, keine Ahnung, so Odyssey oder so spiele, dann es ist oft so in Spielen, du kriegst ein neues Schwert mit der Möglichkeit, es abzugraden. Dann verbringe ich die nächsten 3 Stunden damit, das Schwert abzugraden, dann viel zu OP fürs Spiel zu sein, ne? Ich habe da Spaß dran, ja, aber ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt. Kann ich verstehen, deswegen streame ich es nicht. Rainer gibt ach, schon immer gar keinen Fick. Ja, aber auch dann nur so Raids oder so. Leveln habe ich jetzt auch nicht gestreamt, ne? Aber, nee. Das ist doch mal ein bisschen was anderes. Das ist nicht so, ja. Aber Rainer gibt bei seinem Gaming schon immer keinen Fick. Der lädt ein Let's Play hoch, bei dem er die scheiß Fresse hält einfach, ne? Der könnte das genauso gut machen. Sven, mach ein Was-ich-alles-habe-Video und fängt an mit hier mein Reiskocher. Ich habe einen Reiskocher. Rainer hat 3 Kaffeemaschinen, aber ich habe nur einen Reiskocher, Leute. So. Und jetzt kommst Rainer du. Rainer hat 3 Kaffeemaschinen, aber kein Geld. Lieber 3 Geld, keine Kaffeemaschine. So ein Gammelstream von Sven, wo er die Leute ankackt und die Musik über Anlage laufen lässt, würde ich fühlen. Oh, vielleicht machen wir das mal, ne? So einmal ein Jokestream. Ja, wenn ich irgendwann mal eine siffige Couch habe, dann machen wir das irgendwann mal. Einfach mal einmal auf YouNow online gehen. Suchst dir einfach eine vom Sperrmüll. Und schlepp die in den ersten Schuh. So eine, die schon 2 Wochen draußen ist. Schön am Schimmel, Alter. Und dann einfach eine gute Decke drüber legen und dann biete ich meinen Gästen weiße Schokolade an, die mal schwarz war. Das ist die beste Schokolade, hab ich gehört. Ja, Sven hat keinen Zügerüm-Sticker. Nicht mehr. Weiße Schokolade, die mal schwarz war. Ist das die Michael Jackson Edition? Ja, quasi. Reiskocher, der Thermomix des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Du meinst des breiten Mannes? Okay. Vielleicht gar nicht mein Haus verkaufen müssen. Ja, ja. Ja, du fährst dein ganzes Leben lang irgendwelche Irrwege, aber wenn du nur einmal irgendwo zwischendrin richtig abbiegst, ist alles Palette. Sven mag seine Schokolade wie sein Europa. Weiß! Aber es muss mal braun gewesen sein. Ich mag die Rückführung. Aber in Schatten. Oh, Brotmeister hat gleichzeitig denselben Joke gemacht, Alter. Shoutouts an euch beide. Junge, das ist so richtiger Eichland an der Reibe-Shit, den er macht. Ja, was bei dir ich flex kann. Mit dem Kühlschrank voller Sucuk. Muss man Sucuk kühlen? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Ist das nicht so eine also wie Hartwurst quasi? Das ist eine ziemlich harte Wurst, ne Homo, ne? Wie esst ihr euer Sucuk, ne Homo? Ich hätte jetzt behauptet, dass das so wie Salami ist, oder? Also, also Sucuk, wenn ich mal Sucuk hole, dann hole ich auch immer so Fladenbrot, ne? Und schneid das Fladenbrot in Viereck, also in vier Teile, das dann durch, legt das Sucuk drauf und packt das dann nochmal in die, in den, wie heißt der Scheiß, Backofen, dass es ein bisschen warm wird. Bitte? Es ist okay, ich lese gerade das aus in der Kühltheke, also wird es wahrscheinlich doch rein. Ne? Ja gut, aber Salami muss man zum Beispiel auch nicht so kühlen, ne? Ne, Salami kriegst du so, die liegt meistens gegenüber der Kühltheke bei uns immer. Ich hatte mal in einem, da war ich in so einer Mittelstromanlagenfirma in Trier als Leiharbeiter. Da war ein Monteur, alle Monteure haben so ihre eigenen Werkzeugkästen, diese schiebbaren aber, ne? Und fast jeder Monteur hat immer eine Schublade, wo so ein bisschen Süßigkeiten oder so ein Scheiß drin liegt, also kleine Snacks, ne? Und der hat einfach 5, 6 Salamis da drin gehabt. Und hat also so wirklich zwischen und ein Cuttermesser, so ein Stück abgeschnitten. Oh, richtiger Salami-Konnoisseur. Ist auch geil, Salami. Ja, fühle ich auf jeden Fall besser, mehr als, keine Ahnung, Süßigkeit fühle ich allgemein nicht so. Heute meinte auch so einer auf Arbeit so, damn, Alter, irgendwie habe ich mega Hunger. Dabei hatte ich vorhin 2 Milchschnitten, aber jetzt geht's mir irgendwie nicht so gut. Kann das sein, wenn der Insulinspiegel wieder runtergeht? Meiner nur.
Ja, könnte sein. Was ich jemand, der mit für 3 Milchschnitten sagt, also. Oh, oh, 3 Milchschnitten. Oh. Das ist zu krass. Soll ich das als nächste Challenge bei Twitch einführen? Die 3 Milchschnitten Challenge? Warum willst du da auch versagen? Oh, dann versage ich so krass. Salami theoretisch richtiges Müllfleisch. Juckt doch nicht, Alter. Juckt doch nicht. Okay. Also, weiß gar nicht, ist Salami so krass Müll? Also Salami ist ja kein Leberkäse. Ich glaube, es geht. Also ich glaube, die Grundregel ist, je feiner die Wurst, desto mehr Müll ist drin. Salami, denke ich, noch eher okay. Wenn du meinst Blutzuckerspiegel. Aber stößt, wenn man Zucker zu sich nimmt, geht da nicht der Insulinspiegel hoch, der Cortison runter und nachher halt wieder dann umgekehrt? Das Insulin ist zum Abbauen vom Zucker, ja, meine ich. Also müsste er hochgehen, aber wenn die... Und der Cortison geht auf jeden Fall runter. Deswegen nimmt man nach dem Training nämlich keine Zucker zu sich, weil wenn der Cortison runtergeht, hört auch die Verbrennung auf. Das ist ein Stresshormon, oder? Ich weiß nicht, ob es ein Hormon ist, ich weiß ja, aber Stress-Ding. Keine Ahnung, ja. So die bin ich nicht, den Silas! Silas! Ist Cortison nicht das Zeug, was die Kinder behindert gemacht hat, aber es das konnte gehen! Sven, Shoutout an deinen Spotify-Hit, Sterbende Drachen, der alte Mann im Turm war geil gesungen. Danke, danke. Danke. Ich Cortison? Cortisol meinst du? Entschuldigung, das ist dasselbe für mich. Ich verstehe das gar nicht, weil ich mag dich eigentlich. Cool, danke. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also mal abgesehen davon, ob ich gut oder schlechten Content produziere oder ob ich gut oder schlecht bin oder ob ich gut oder scheiße gebaut, also gutes Zeug gemacht habe oder scheiße gebaut habe. Ich verstehe grundsätzlich nicht, wie man auf eine einzelne Person so losgehen kann. Also, es gibt ja auch nicht nur mich. Ich kann nicht pausieren. Ja, weil ich die ganze Zeit wieder Play gedrückt habe, ich wollte auch probieren. Hat er gerade von die Scheiße bauen geredet? Redet, glaube ich, immer von die Scheiße bauen. Davon abgesehen baut er keine Scheiße. Er baut auf keinen Fall die Scheiße, ne? Nee. Gibt ja auch noch andere. Aber es ist auch wieder eine sehr einfache Welt. Also er kann wieder nicht erklären, was schief lief, sondern es ist immer allgemein. Ist jetzt mal egal, habe ich die Scheiße gebaut, habe ich sie nicht gebaut, ne? Wer hat eine Scheiße gebaut? Hat der andere eine Scheiße gebaut? Boah, Alter. Ich kenne niemanden, der so arbeitsfaul ist, aber redet wie Bauer, ne? Gut, mein Fall ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, was den Größenverlauf angeht. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, halt, wie man sowas machen kann, was man davon hat auch vor allem. Ja, nochmal, da auch nochmal Shoutout an Rainer. Ich kriege momentan immer wieder irgendwelche Games geschickt, also neue Games, die jetzt offen sind. Ja, einmal von irgendeinem Flo583 oder was, der angeblich sein, hier, wie heißt er? Flo1234, der irgendwie psychisch krank ist und terrorisiert wird, dieser Viper und so weiter. Ach so, das meinst du? Der LSD-Dude und so, ne? Ey, mal Real Talk, diese ganz, dass die so krass gehatet werden, oder das liegt zum Großteil daran, dass Rainer es geschafft hat, eine Community hochzubauen, hochzuziehen, ne? Die Bock hat, Leute zu haten. Oder, also Rainer hat Leute durch den Hass auf sich Leute versammelt, die dann Geschmack, die haben Blut geleckt. Die haben Geschmack dran gefunden, Leute abzufacken. Und die ziehen, wenn reine Abstinenz ist, halt so auch ein Stück weit einfach durchs Internet und gucken, ob sie was finden, ne? Wie mit diesen Hate Rates und so weiter. Rainer hat so viel für Mobbing in Deutschland getan, ne? Es haben sich halt super viele Leute gefunden und wenn auch nur lose, aber so ein bisschen organisiert, Twitter und so weiter, die ganze Bubble. Aber also, wenn wir es ihm maximal gut auslegen, dann hat Rainer niemals etwas gegen Mobbing getan, er hat nur nichts für Mobbing getan. Wenn wir es ihm gut auslegen wollen, selbst, also wenn überhaupt, war ja eh immer sein Ziel, nur was gegen sein Mobbing zu tun, wenn wir ehrlich sind. Das Mobbing von anderen interessiert. Ja, ist ja wie Quattro-Milf, die interessiert Rassismus ja auch nur, wenn es sie betrifft. Alles andere ist ja so scheiße. Ja, wenn sie schreien kann. Ja. Aber in der Realität hat er halt mehr für Mobbing getan als jeder andere. Also, ja. Ey, ja, DJ Lügenfuchs soll echt mal wieder zurückkommen. So wild, was da abging. Ja, also ich finde, es ist hart. Unendlich. Nicht unbedingt salonfähig, aber, also Luke, aber er hat auf jeden Fall ein fucking Inkubator. In der breiten Masse ist das Internet-Mobbing, auch das, was Rainer passiert, immer noch verpönt, ne? Also es ist erst, wenn die Leute dann reingucken und sehen, oh,
ist vielleicht nicht ganz unschuldig manchmal. Ja, aber die Leute sagen höchstens, wird, aber die Leute sagen höchstens, er ist nicht unschuldig, aber niemand sagt, dass er es verdient hat. Ja, die selten, ja. Naja, klar. Ja, klar. Ja, und was treibst du so? Einfach so ein bisschen chillen, chillen. Ein bisschen chillen. Ich habe gerade dein Stream gesehen, dachte ich mal, frage ich mal an als Gast, hast mich direkt reingenommen, richtige Ehre. Richtiger Ehrenmann-Move, so ein bisschen chillen. Fette Kiste haben wir gerade gekriegt. Ja, sehr gut. Wir. Entschuldigung, aber wird die geteilt? Ja, es ist die Frage, kriegt Rainer die, kriegt der Typ die, kriegt Rainers Chat die? Mir fallen ein Punkt davon ein, wo das Wir falsch ist. Und das wird wahrscheinlich der tatsächliche sein. Ich gehe auch davon aus, dass das falsch ist. Ich schicke dir das auch noch mit rein. Rainer, ich wollte nur mal Hallo sagen. Diesen, wie heißt der? Pluralis Majestatis? Und dann über sich selber? Ja, das macht man dann, ja. Also... Du redest dann von dir immer nur in der Mehrzahl. Oh, nein, Majestatis Pluralis spricht wer anders dich in dieser Wir, euch an. Gibt's auch für die Ich-Form. Echt? Okay. Ich guck nach, ob ich... Hey, folgst du mir? Vielleicht können wir ja mal zusammen ein Live-Match machen oder so. Ja, wir. Okay. Wenn du Bock hast, klar, können wir mal machen, ja. Ja, ich schicke dir das auch noch mit rein. Rainer, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ey, folgst du mir? Vielleicht können wir ja mal zusammen ein Live-Match machen oder so. Ah, siehst du? Wenn du Bock hast. Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Alter. Es geht um den Cole. Es ist so eine AIDS-Bluff. Also, jetzt. Angenommen, ich weiß, ich habe nicht geguckt, ja, aber angenommen, der Typ hat 3 Zuschauer. Ja, er kann. Also, er wird gegen Rainer verlieren in dieser Kacke. Wobei, wenn da jemand verliert, sind es die Zuschauer, die Leute, die Geld spenden. Wenn jemand gewinnt, ist es die chinesische Regierung. Die auf jeden Fall. Und halt, jeder von beiden bekommt Geld. Also, das ist so eine Scheiße. Und ich glaube, Rainer kapiert das nicht, dass die Leute deswegen an Dingen sind hier. Ja, irgendwann wird das nerven. Ich glaube, er ist zu blöd dafür. Und dann heißt es wieder, die ganzen falschen Freunde. Ja, wahrscheinlich. Das ist klar, können wir mal machen, ja. Ja, das wäre nice. Ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, wie das funktioniert. Aber ich weiß nicht, was du noch vorhast, keine Ahnung. Ja, wenn du Bock hast, gehe ich auch live. Folg mir, komm, ich folge dir auch. Und dann machen wir Live-Match. Können wir auch mit Bestrafung oder so. Aber ich glaube, du rasierst mich sowieso. Warte mal, kann ich hier einfach auf das Plus drücken und ich folge dir dann? Genau, müsste eigentlich funktionieren. Ah, Plus steht für Folgen. TikTok noch nicht so. Oh, das Plus dann für blockieren. Mach halt ja mal YouTube und so weiter. Deswegen bin ich da noch nicht so fit. Ja, jo. Aber Live-Match wenn mal 2 Challenge kommt und so, da kannst du auch gut Cash machen. Das Plus steht für das AI Blassen. Das haben schon mehrere gesagt, ja. Ich habe das bisher erst einmal gemacht. Also ich bin ja momentan in Berlin und war ja am... Oh, danke für das Herzchen, Leute. Bin ja momentan in Berlin und habe da neulich an der Mauer gestreamt. Dann die Hater mal erstmal mit Leuten irgendwie an der Mauer an jedem Hotel rumgeeiert und versucht mich zu suchen. Boah, eine Ente. Oh, Leon. Wenn die Leute da rumgegangen sind, hat er die dann gesehen beim Suchen. War er vielleicht in der Nähe und das war gar nicht so weit weg. Nein, er hat gesagt, wir sind hier und hier. Und dann hat er da assumed, dass Leute suchen, ne? Leon Matthias drinne. Was? Leon Matthias war das, der dir die Ente geschickt hat. Okay, aber es war bestimmt nicht der echte, oder? War bestimmt ein Fake. Doch, war der echte. Was? Okay. Naja, jedenfalls mal ein bisschen in Berlin rumchillen und alles mal gucken, wie es weitergeht. Weiß ich noch nicht genau. Und ja, gut, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange. In dem Video mit dem veganen, mit der militanten Veganerin hat der ApoRed als N-Wort bezeichnet. Echt? Ja, Real Talk ist ihm rausgerutscht irgendwie. Ach so. So in so einem WhatsApp. So fest Sprachgebrauch wie bei Karl, dass das regelmäßig tut. Es war sowas wie WhatsApp my N-Word oder irgendwie sowas. Es war jetzt nicht beleidigend gemeint. Er hat jetzt nicht gesagt, gefällt mir, wie du dich bückst, Boy oder so, ne? Aber es war mega weird einfach. Ich streame wahrscheinlich nicht mal allzu lange, weil. Just to see my location. Ich bin ja übrigens an der Onkel Benz Arena. Neben der Mauer. Das ist ein Hater mit Sicherheit, ohne dass ich es weiß. Oh, danke, Alter. Danke, Alter. Ohne dass ich es weiß, sind natürlich
Ich führe hier gerade, warte kurz, ein Gespräch und bin überhaupt nicht die ganze Zeit abgelenkt. Oh, Alter, bist du ein Mongo, ey. Wie kann man sich von diesen, also gerade diese Plattformen, wo du so Mikrospenden die ganze Zeit kriegst, ne? Nicht, du kannst doch nicht jeden Satz unterbrechen, weil dir irgendjemand 2 Cent spendet. Kannst schon machen, dann wird's aber scheiße, wie bei Reine. Ja, bist halt ein Mongo. Ja. Natürlich bestimmt schon wieder ein Haufen von den Vollpfongs. Ne, wir wollen ja nicht beleidigen werden, also nennen wir sie Vollpfongs und schaffen das. Werden schon wieder viele hier auf dem Weg hin sein. Und dann mal gucken, wie lange streame ich überhaupt schon wieder. Vielen Dank, Leute, vielen Dank. 16 Minuten, ja, so eine halbe Stunde oder was mache ich auf jeden Fall. Rainer, wenn du willst, komme ich jetzt online, machen wir ein Match gegeneinander mit Bestrafung. Mit Bestrafung, wie genau sieht es denn aus? Rainer hofft auf Sexuelles. Ja, weiß ich, was kannst du denn für Strafe machen? 100 pro. Rainer hofft, dass ein Joe-Plop oder so die Bestrafung ist quasi. Rainer hofft auf eine schöne BDSM-Session. Entschuldigung, hast du einen Truck? Fährst du einen Truck? Mit jemandem, der weniger Zellen im Unter hat, ja. Machen, in den Fluss springen oder so. Oder Teller auf Kopf kaputt machen. Alles mögliche, ich mache alles. Ich mache alles, bin quasi abdachlos. Keine Ahnung, aber nichts allzu Hartes, ist einfach so, keine Ahnung, muss 2 Gummibärchen essen oder so. Irgendwo. Muss 2 Gummibärchen essen. Jo. Man ist satt von 2 Milchschnitten, also bitte. Rainer ist kurz davor, Rainer fordert den Dude gleich zum Flaschendrehen, one-on-one raus. Was denkst du, wie schwer die ihm die 2 Gummibärchen im Magen liegen werden danach? Kann die ganze Nacht wieder nicht schlafen. Keine Ahnung, aber der drängt schon richtig darauf, dieses scheiß... Heißt das Battle? Ja. Ich glaube, gell? Was ist... Ey, Milzbrand ist übrigens ein Bakterium. Das hat vorhin auch jemand im Chat geschrieben, gell? Oder hat jetzt Silas endlich geantwortet? Ja, Silas. Und dieses bildet Sporen, die unter günstigen Bedingungen mehrere Jahrzehnte in der Umwelt überleben können. Damn. Oh. Bakterium bildet Sporen, weil jemand hat auch Sporen geschrieben. Alle hatten recht. Das ist das Beste, wenn alle recht haben. Ja, stimmt, Gourmet-Ente, geworfene Fassente 67. Alter, schöner Name. Nächstes Mal lese ich auch noch die Leerzeichen mit. Was ist jetzt hier eigentlich mit die Prostituierte-Staffel? Das wurde relativ fix wieder gelöscht. Ich glaube, weil er das auch auf Blogspot gemacht hatte und die das nicht so toll finden. Ah, okay. Ich meine nicht, mich zu erinnern. Ich müsste mal nochmal nachgucken. Danke, alle. Für die Kiste. Ja, gucken wir einfach mal. Alles klar. Gut, dann bis gleich mal. Gucken wir einfach mal. Jo. Hau rein, Rainer, wir sehen uns. Ah, er hat an seine Cam gefasst. Ich dachte gerade Real Talk, dass der so auf Cringe so quasi so ein Faustschlag Richtung, so von wegen so, oh, klatsch ab, oh, übers Facecam, wie so ein Vollmongo, ey. Junge, war das nicht Standard bei vielen dieser Streamern eine Zeit lang? Weiß ich nicht. Ey, ich sehe das öfter bei. Es gibt doch. Wir haben uns schon mal dieses Flask-Quiz angeguckt, ne? Weißt du, was ich meine? Diese Quiz-Show? Ja, ja. Da sind ja unten dann 4 Webcams nebeneinander. Und da machen die auch manchmal sowas so. High Five, Ja, stimmt, da war das mit diesem Lasse. Hier an den Rand, du an den Rand. Ja, gut, keine Ahnung. Junge, da zercringe ich innerlich komplett, ne? Einfach zercringed. Wo ich nicht bei zercringe ist, Milzbrand nennt man übrigens auf Pilzköpf. Junge, schönes Ding. Bis gleich. So, ich weiß gar nicht, muss ich ihn jetzt rausnehmen? Ey. Oh krass, okay, es liegt wirklich an seinem Internet. Wie seine Qualität von der Audio hochgeht, weil wahrscheinlich irgendwie die Bitrate runtergeschraubt wird, wenn noch wer zweites da ist, ne? Hast du gerade gemerkt? Das ist das... Ja, die ist ja schon die ganze Zeit, ist die richtig hart am ruckeln und während dem Video war es halt noch schlimmer. Junge, ist das ein scheiß Internetvertrag. Also ja, ich könnte es auch nicht mit meinem. LTE haben. Er will ja LTE haben und er hat, glaube ich, auch diesen super teuren Unlimited-Vertrag, wenn ich mich recht erinnere. Kann der so beschissen sein? Oder kann dann die Rate, die übertragen werden kann, vom Handy aus das Problem sein? So quasi der Router zu Hause kann ja auch... Kann der zu schlecht sein?
Vielleicht ist das Survival-Handy nicht dafür gedacht. Das könnte ja natürlich sein, dass das damit nicht klarkommt. Weil es ist ja eigentlich zum Survival. Ja, ich habe ein Survival-Handy, um in der Großstadt zu streamen, Leute. Ja, der Großstadt-Dschungel. Er hat ein Limited, was er noch erwähnen wird. Dein Gürtel auch. Boah, den einen hier würde ich ja gerne mal auch mit reinnehmen, weil der halt einfach mal so ultra den geilsten Namen der Welt hat. Steve, ist da ein Drache drin? Drachenkönig. Drachenkrieger. Drachenkrieger, Shadow Assassin, Doom Warrior. Mit Super Leads. Badass Berserk. Super Badass Berserk. Cola Immun, Super Badass Berserk. Ja, das hatte ich mir aber gerade vermutet schon. Wartet mal kurz. Er hat einen Super Badass Namen, ist aber leider ein Hater. Das mal eben. Ist das Todeszone? Oh, oh. Moin, Junge, was geht ab, Alter? Muss das Berlin-Verbot gewählt werden. Und, alles fit? Das Ostdeutschland-Verbot. Ja, muss bei dir, Alter. Das wäre mal schwer, oder? Der klingt ein bisschen so. Ja, naja, das Übliche halt, ne? Ey, da, jetzt versucht er, das schon, die Antwort gibt er die ganze Zeit, ne? Da versucht er ein bisschen auf Smalltalk zu... Smalltalker. Auf Smalltalk zu machen. Talk that small. Ja, wie gesagt, immer halt, immer das Risiko, wenn ich streame, immer mit den Hatern halt, ne? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie groß was weißt. Schon ein paar Sachen immer mitbekomme ich immer hier, Digga. Mach mal einmal das Plus weg, weil irgendwie ist... Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay, mega. Nach drei Sätzen. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Ja. Kannst ja mal bei mir das Plus wegmachen. Ich kann ja mal live gehen, wenn du Bock hast. Hab ich gerade gemacht, ja. Hab dich gerade mal geliked. Also, gefollowt, ja, ja. Was geht? Lebst du auf der Straße oder was? Jein. Also, ja und nein. Jetzt aktuell im Winter ist natürlich auf der Straße nicht. Aber ich habe auch schon durchaus letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, auch durchaus teilweise auf der Straße gepennt, ja. Oder im Wald, in meinem Fall. Okay, krass, aber so im Zelt. Hat er noch das Auto gehabt, oder? Hätte er noch da. Ja, aber auch da hat er schon ab und zu behauptet im Wald. Das habe ich ja letztens gemeint, dass so perfide ist. Als er einen Ranger hatte, meinte er, dass er in einem Zelt schläft. Jetzt, wo er keinen Ranger mehr hat, meinte er, dass er in einem. Mit einem Ranger nie draußen schlafen müsste, wenigstens. Vorher hat er es halt mit Ranger gemacht. Zwischendrin, also er hat sich auch, während er einen Ranger hatte, bewusst seine ganze Campingausrüstung da gekauft und damit auch mal geflext, ne? Meint ihr, Carsten Stahl macht auch macht jetzt mit Rainer die Streetworker-Transformation? Carsten Stahl einfach die Schnauze voll von dem. Carsten Stahl ist ja wirklich gegen Mobbing, wobei seine Methoden auch sehr fragwürdig sind, weil er teilweise auch einfach Wissenschaft leugnet, ne? Wenn er sich als also er verdient ja Geld damit, sich gegen Mobbing einzusetzen, an Schulen und sowas. Und wenn man dann in Interviews sagt, dass Psychologie nichts bringt und aufgrund der Tatsache, dass es so und so viele Millionen Fälle gibt, aber nur 6.000 Psychiater an Schulen, dann aber sagt, ja gut, ich bin zwar nur ein Carsten Stahl, aber ich bin jetzt hier die Endlösung, ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Also das Problem ist... Jedem einzelnen Mobber... Einmal auf die Fresse, dann hat sich das erledigt. Ein Psychologe bräuchte dafür mehrere Sitzungen. Ja gut, für ungefähr ein Jahr lang, weil dann kommt ja die neue Klasse, ne? Ja, dann geht er halt wieder durch Deutschland. Der hat Zeit, ne? Er hat immer Arbeit. Das ist wie das hier Friedhofsbusiness. Bestatter. Ist immer Arbeiter. Dekadenz auch Wissenschaftler. Ich nehme an, du spielst auf die Amerika-Wahl an, oder? Wo er random meinte, dass er jetzt aus wissenschaftlicher Sicht diese Wahl beurteilt. Ja. Meeresbiologin darf nichts über Humanmedizin sagen, aber BWLer hat eine wissenschaftliche Sicht. Okay, cool. Davon abgesehen kann er auch Studien zu Ernährung und so weiter auseinandernehmen. Liest das Fazit, okay. Und verwechselt dann Migration und Flüchtlinge einfach mal, falls von den Zahlen gerade besser passt. Das ist auch noch so ein Ding, ja. Der Klassiker. Er soll auch irgendein Wort die ganze Zeit mega falsch ausgesprochen haben bei dem Riot Burns Gespräch. Weiß nicht mehr welches, was aber auch lustig ist, wenn dann jemand immer so einen auf schlau tut, ne? Mir gar nicht aufgefallen. Müsst du mal gucken. Ich hab's mir immer noch nicht angeguckt. Keine Ahnung. Ich bin auch noch nicht wirklich dazugekommen. Wenn man weiß, was rauskommt, hat man irgendwie keinen Bock drauf. Du kennst das Ende.
Ja, und man weiß ja, also Karl ist auch für mich immer schwer zu haten, weil der unerträglich ist. Ich freue mich wirklich immer, wenn Silas den gehatewatcht hat und mir dann so zwei, drei Highlights schickt. Aber ich selber stehe das einfach nicht durch. Es tut mir leid. Wenn Silas sowas macht, so diese Dienste anbietet, soll das bei mir bitte auch machen. Ja, nur selten. Der schickt immer so ganz kleine Highlights, so einmal alle zwei Wochen. Also auch der könnte mal ein bisschen mehr liefern, was das angeht. Das letzte Twitter-Video, was er da Video, das er gepostet hatte auf Twitter, da war nur die zweite Hälfte, das waren 10 Minuten, es gab mir wirklich AIDS. Ich bin mal gerade pissen, ne? Ein unangenehmer Mensch beim Zuhören. Oh, ja, okay. Jetzt bist du nicht allein. Ja, du musst dir kurz den Chat unterhalten. Oh nein, 10 Sekunden, bis die Flasche voll ist. Mathis, ja genau, es geht um den. Vegane Ernährung ist super gesund. Deswegen sieht er so aufgedunsen aus. Wo da der Fehler liegt? Naja, vielleicht liegt es an dem Fertigfraß, der insgesamt immer ungesund ist eigentlich. Aber hey. Bisschen nett, dickste Möwe. Doch, doch. Aber nicht in der Flasche. Luke, ich war da im Urlaub, wie alle guten Deutschen. Der Arschtreter von Australien bei den Simpsons. Ist das eine neuere oder eine ältere Folge? Ich habe super wenig Simpsons geguckt. Der dickste Möwe, weil er passt leider nicht rein. Die Punica-Flaschen gibt's, oder habe ich schon länger nicht mehr gesehen, leider. Hey. Seitdem muss ich wieder auf die Toilette zurückgreifen. WB. Scheiß Toilette, Alter. Ich vermisse auch meine Punica-Flaschen. Im letzten Video hat er einen linken Steinwerfer verteidigt. Karl, oder was? Junge. Dann kommt ja wahrscheinlich sowas wie, ja, die Polizei wendet auch Gewalt an, ne? Irgend so ein Schwachsinn. Ja, ist ja komisch. Ja, es gibt's gefühlt nirgendwo, außer bei Karl online, aber da wird's wahrscheinlich auch irgendwann verschwinden. Bert, such mal nach, wie hieß das, Twitch VOD Unlocker oder sowas. Da findest du was, damit kannst du die runterladen, auch hinter der Paywall. Ich guck gerade nochmal, ob mir einfällt, wie das richtig hieß. How to download Sub-Only VODs on Twitch von einem Kanal, der sich Mighty nennt. Damit kannst du die Scheiße runterladen. Ja, Gauslan, früher war Karl auch noch nicht so komplett behindert. Ja. Dem konnte man zuhören, der war ein bisschen witzig dabei. Und heute ist er halt ein absoluter Spasti. Er fühlt es sich geht halt, nicht mal darum, was... Er fühlt sich halt ja. So selber dabei, ne? Und der schaut halt einfach auf alle herab, die eine andere Meinung haben. Das Ding ist, ich wäre mit Karl in so vielen Themen einer ähnlichen Meinung, ja? Aber es ist die Art, wie er das vorlebt und wie er sich selbst überhöht dabei. Sich und seine Zuschauerschaft, die auch prinzipiell gute Menschen sein müssen, weil sie gute Dinge vertreten. Im Internet. Aber im Internet natürlich nur. Es ist so ekelhaft einfach. Der Mann und die Community dahinter. Ich habe gestern mal Karl die Meinung gegeigt und das Geile daran, er und Hakon konnten mir nicht den Bannhammer rauswerfen. Ey, wie hast du das denn? Wie das denn? Hakon ist ja auch so ein Wichser, ey. Vergleicht einfach die Polizisten bei Lützerath mit der SS. Und wenn man ihn drauf anspricht, ob das sein Ernst ist, sagt er, hast einen Baumarkt geraucht und blockt einfach. Der Typ ist geistbehindert, ey. War das diese Kacke mit, oh, wie können die nur die Leute hier in die Güterwaggons bringen? Das hat aber einen ganz komischen Turn. Das war der fucking Pausencontainer und stand an der Seite. Nee, der hat geschrieben, Polizisten in Lützerath befolgen bloß Befehle, ist ja noch nie schiefgegangen in Deutschland. Ja. Ja. Alles klar. Jo. Auch Polizisten sollen bitte nach Gutdünken handeln auch, ne? Hakon wird jetzt Vollzeit-Streamer durch Jobverlust. Was? Wie das? Warum hat er seinen Job verloren? Also ich hoffe nicht durch Doxen.
Ich gönn's ihm theoretisch schon, weil er die Plattform fördert und auch offen sagt, dass er die Plattforming möchte. Weshalb ich es ihm ein Stück weit gönnen würde, wenn er durch Leute, die ihre eigene Medizin ja. müssen. Ja, ja, das hat halt schon was. Die Ironie macht es witzig. Ja, Henker der Todesstrafe kassiert im Prinzip, ne? Ich möchte mir diesen Karl nicht geben. Der Sojakonnoisseur. Ja, kann ich absolut verstehen. Also Karl ist schon schwierig zuzuhören. Da sitzt der Mann, der dir erzählt, dass er gebildet ist und so weiter, weil er ein BWL-Studium irgendwie geschafft hat. Von sowas wie Universitätsfundament dann fabuliert. Und er hat kein Textverständnis, weder gesprochen noch gelesenen Text. Also, ja, keine Ahnung. Aber gut, als BWLer hat man vielleicht dafür dann mehr Statistik. Joke, Bugatti. War es mal so, Bugatti. Keine Ahnung. Naja, gut, weiter zu einem anderen Dicken. Teilweise im Zelt, teilweise unter freiem Himmel, es kam aufs Wetter an. Ja, jetzt aktuell ist es natürlich zu kalt. Selbst aber hier du Berlin hast ein Auto. Nee, Mann, ich habe meinen Führerschein verloren. Und du musst weil erklären, wie das jetzt ablief. Ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich... Oh, Rainer ist ja viel zu laut, Leute, warum sagt ihr nichts? Ich ja von meiner Haustür gegen diese Leute werden musste. Und dann hatte ich ja mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Und das Landratsamt, also die Führerscheinstelle, die konnte selbstständig entscheiden, die kannten ja meine Situation und so, aber die konnten selbstständig entscheiden, ob die mir eine MPU auflasten, dass ich also eine MPU machen muss. Und die konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht machen, weil ich aus dem Haus raus bin, weil ich ja mein Haus verkauft habe und alles und mir ein Auto gekauft habe. Und dann deswegen er hat ein halbes Jahr Zeit. Ja, ich konnte dich wahrnehmen. Er denkt, so wie er von der MPU redet, denkt er auch, das ist eine einmalige Sache, oder? Der denkt, du gehst da hin, bestehst den Test oder halt nicht, oder? Ja, glaube ich auch. Also das Ding ist ja, die MPU, so wie ich das zumindest als Dulli jetzt gehört habe, ja, ist die MPU gar nicht so leicht, wenn du da nicht so ein bisschen drauf vorbereitet bist, weil die dich halt abfacken wollen. Ja, wenn ja, du da und die nicht geht, so die ein, zwei Kniffe kennst. Die geht ja auch ein bisschen länger. Also viele machen ja noch einen MPU-Vorbereitungskurs, damit werben ja auch viele Fahrschulen, ne? Ja, genau. Zumindest bei uns, ich weiß, also weiß nicht, ob's, also sogar hier auf dem Land, ich nehme an, in Städten ist das gut, ich kann mir vorstellen, dass in Städten dass da sich schon eher lohnt, dass es Leute gibt, die nur MPU-Vorbereitung machen und Leute, die nur Fahrschule machen. Aber keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich denke halt, dass er denkt, wenn der da hingegangen wäre, hätte er das Ding gerockt. Wie immer halt. Ja klar, hätte er es gerockt, aber auf Mutter-Vater-Ebene, ne? Dass sie dem dann wahrscheinlich da dann gesagt hätten, uff, schwierig, Bruder. Oh. Der MPU-Test ist kostenlos, Digga. Ich meine, der ist vollkommen umsonst, finde ich. also er hat vorhin gemeint, dass Leon Mascher in der Warteschlange ist. Und jetzt ist da jemand, der wie Leon Mascher klingt. Wahrscheinlich ist es Leon Mascher. Der riecht wieder die Cloud. Auch morgen Abend werde ich übrigens wieder 125 Kilo versuchen, Leute. Also, was heißt versuchen? Hey. Ich hoffe, einmal oder Satz? Also, ich versuche so oft wie möglich, ne? Ich hoffe wirklich, Morgen gehe ich nämlich nach dem Arbeiten trainieren und ich bin immer stärker, wenn ich nach dem Arbeiten trainieren gehe, wenn der Körper den ganzen Tag schon so am Laufen ist, weißt du? Was nicht unbedingt, was schon zeigt, dass meine Arbeit nicht unbedingt die krass anstrengendste ist mittlerweile, ne? Also die ich jetzt mache. Aber dann hast du den Körper so am Laufen, so richtig so, ne? Dann ist der so drin. Ach, geil, Alter. Da freue ich mich richtig drauf. Denk immer dran, unter 10 zählt nicht. Was? Und über 10 ist Cardio. Okay. Eigentlich vorher für 2 Jahre, 3 Jahre mal so ein bisschen Autoleben, weil wegen den Hatern kann ich ja oft in Hotels nicht lange unterkommen, weil die mich finden und alles. Ja, am Ende war es dann das. Er und seine 3000 Karl Amish Belutscher waren auf Twitch bei einem anderen Format. Und ich sehe halt. Und ich halt auch hab nur mal später 90 Sek Timeout bekommen, weil ich schrieb, Imp ist der Beste. Okay. Ah, der hat wo reingeraidet oder was? Wo war das, dass du da. Wo raidet Karl rein, wo er nicht eh schon den Speer gelutscht bekommt? Das würde mich mal interessieren. Kannst du mir aber auch gerne wispern, wenn du nicht willst, dass jetzt Leute da irgendwie haten gehen. Also du läufst von meinen Eltern weg? Das Haus von meinen Eltern habe ich verkauft, ja. Und ich glaube, hier ist gerade ein Hater gewesen, der ein Foto von mir gemacht hat. Oh, damn. Jetzt hat er es wieder verkauft und es wurde ihm nicht weggenommen. Aha. Ja gut, er wurde zum Verkauf gezwungen, ne? Ah, das klingt hier aber so, als hätte er das gerne. Weißt du, ja, vielleicht
tue ich da zu viel reininterpretieren oder reininterpretieren wollen. Ja, ne, der legt aber schon immer wieder Situationen sich selber wohlwollend aus, ne? Also, er würde selber jedem anderen in seiner Position, würde er eine Rede darüber halten, dass er da das Erbe verscheuert hat und eine Schande für die Dynastie ist, bla bla bla. Das ist ja bei allem so, ne? Wenn wer anders, sag ich mal, bei der ARD, was? Ja, lass da rein, Raiden und schön haten. Auf Twitch mal. Gibt's die ARD? Keine Ahnung. Okay, Alter. Wild auf jeden Fall. Das, klar, das kaufe ich dir aber nicht ab. Und die ARD soll dann wissen, was Imp ist der Beste gemeint ist. Ja, weil die auch mit Funk zu tun haben. Und die mögen Imp nicht. Ah, das ist gar nicht so abhängig. Weiß ja nicht. Egal. Lass mal ein Hate-Rate machen, ARD. Oh, 7000 Follower, doch. Hier gibt es den Livestream. Hier gibt es Livestreams der ARD. Okay, Alter. Naja, aber Rainer sitzt im Stream und redet wie der letzte Volldulli. Und sagt dann sowas wie, das ist fränkische Mundart. Ich pflege Traditionen. Jemand anders redet wie ein Volldulli. Ah, ich habe keinen Bock auf diese Gossensprache. Ne? Also legt ja alles sich maximal positiv aus. Anonym auf der Ecke? Bitte? Bist du da anonym auf der Ecke? Wo ich jetzt hier bin gerade? Deine anonym in Deutschland. Joke, Bugatti. Junge. Ja, bist du. Ich glaube nicht, nein. Shit, vorbeilauf. Ja, krass, Alter. Ich habe gesehen, du hast viel erlebt, Digga. Ich weiß aber auch nicht, ich habe mich damit nicht nie beschäftigt mit der Materie bei dir, Digga. Digga. Warum? Digga. Ich weiß nicht. Satz wird umso gehaltvoller, wenn du den klar, Digga reinpackst. Ja, er ist quasi der Bobby Schmörder der Diggas. Digga, ich habe auch viel Shitstorm abkassieren müssen. Kennt man doch, wie das so ist, Digga. Ja, ne, bei mir ist es halt wirklich. Wie Karl war bei einem Format? Hat der da jetzt reingeradet oder war der in einem Format zu sehen? Also hier stand, dass die am 25. Januar läuft der Mixtalk, das interaktive Debattenformat. Vielleicht war er da drin. Ich gucke, jetzt haben die ein VOD. Wir sind das neue Online-Debatten. Ich finde die Twitch-Seite so langsam. Ah, ne, hier haben sie. Geil, da sitzt eine Frau mit gutem Ausschnitt und sagt und reden über Sexualisierung durch die Community. Ja. Ja, okay. Ja. Ich würde jetzt behaupten, dass. Oh, da kommt eine zweite Frau mit Ausschnitt dazu. Beliebte Clips, der war drin. Beliebte Klicks, Clips unten, irgendwo war er wohl drin. Ah, das ist diese Bloody Neo. Die kenne ich auch nur von, wie heißt der Scheiß? Von Shaddix auf Twitter, weil der halt so, Shaddix ist ja so ein, wie nennt? Ja, ne, warte mal, Clips? Shaddix ist ja so ein, wie heißt das, so ein Durster, ne, der die ganze Zeit auf Twitter, auf Twitter irgendwelche Clips liked von Frauen. Ich finde das so weird. Digga, guck dir doch einfach Pornos an, wie es normale Menschen tun. Ist doch alles Gucci. Das ist auch der Grund, warum OnlyFans keinen Sinn ergibt. Ach ja, hier. Friedrich Merz war leider Currywurst. Ja, ich hab kurz durchgeskippt. Der Part, in dem Karl redet, meint, der Echo-Kammern sind doch gar nicht so schlimm, wenn sie für die richtige Sache da sind. Okay. Hey, Karl sitzt auch wieder wie der letzte Larry da. Karl sitzt immer wie... Hat Karl abgenommen? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Doch, ich glaube, Karl hat ein bisschen abgenommen. Vielleicht hat man ihm oft genug gesagt, dass er fett aussieht. Aber Karl sitzt immer so da und guckt so halbtot. Ey, kannst du nicht erzählen, dass der Mann nicht einfach Burnout kriegt? Einfach. Ich glaube, er möchte kritisch aussehen. Meinst du, gelangweilt gucken ist kritisch? Nee, ich glaube, er möchte so aussehen. So kritisch aussehen. Und dabei sieht er halt gelangweilt aus. Wenn ich jetzt behaupten würde, in dem Kopf ist nicht so viel drin, wie er eigentlich denkt, dass drin ist. Rainer war doch angepisst wegen Digger bei Excel und Gurkensohn. Ja, aber Leo Mascher ist ja jetzt theoretisch auf seiner Seite, ne? Ich sehe mal, wir machen heute doch keinen Twitch-Stream mehr, Leute. Ich muss jetzt langsam einsehen, dass das hier... Ich habe eigentlich gedacht, dass wir hier in 2 Stunden durch sind, ne? Ich lösche das mal aus dem Titel.
So, ich will mich immer nicht so weit auf die Late Night reinschieben. Nee, ich muss ja morgen wieder arbeiten. Nachts. Ja, ich auch. Stell dich nicht so an. Berlin, ne? Aber ich habe halt oft so das Gefühl, ich bin zu dem kurz. Bei mir nicht. Überstinkt, wenn nicht du wärst. Musst du immer bis zum Ende der Schicht da bleiben? Halt die Fresse. Das gehatetste YouTuber von Deutschland. Vielleicht sogar weltweit. Fast die Größenordnung. Ah, Zombie Tim bin aus der Gilde geflogen, weil ich Schichtarbeiter bin. Also, long story short, die haben mir gesagt, ist okay, dass du Schichtarbeiter bist, da können wir drüber hinwegsehen. Nachdem sie einen neuen Tank gefunden haben, 4 Wochen später, haben sie mir gesagt, Sven, wir kommen damit nicht klar, dass du Schichtarbeiter bist, du musst jetzt gehen, weil wir einen neuen haben. Könntest den übrigens noch relativ validen Vortrag über Klassismus halten? Theoretisch ist Klassismus, ja. Ich hab dir dann auch, und wollte nämlich nochmal sonntags mitnehmen und dann habe ich dir gesagt, nee, da komm, lass gut sein, keinen Bock drauf, ich werde die Gilde eh nächste Woche, also die Tage lieben. Und als ich zu Hause war, hatten sie mich schon rausgeworfen. Ich konnte also nicht mal wenigstens zu den Leuten, die korrekt waren, noch tschö sagen. Richtiger Strich an der Lied. Was angeht, kann ich natürlich mit größeren... Ich glaube, der hatte auch ein bisschen Schiss davor, dass ich... weil ich war in einem Gespräch mit ihm und dem Offizier quasi, also mit ihm und dem seinem Vertreter. Und der Vertreter wusste schon nicht, dass der andere mir zugesagt hat, dass Gilden, dass das nicht so richtig okay, also dass das Schichtarbeit okay ist, ne? Wo ist die random Schicht auf Schicht gehst? Ja, hätte ich echt machen können. Wie heißt die Gilde eigentlich? Storch on Tour hießen die oder so. Storche on Tour, keine Ahnung. Will mal Logs stalken. Kann man die finden, Alter? Dann guck mal da rein. Auch von der neuen Gilde, wo du die Ruiner-Jokes gebracht hast. Auch von der, ja. Naja, der quasi der Raid-Leader, der halt nicht der Gildenleader ist, der wusste ja gar nichts von dem Talk über Schicht. Und dann musste der Gildenleader auch so zugeben, dass er gesagt hat, ja, stimmt, ich hatte ja zugesagt, ja, ich erinnere mich jetzt auch dran. Ich hab mir so, wie, du erinnerst dich jetzt auch dran? Heißt das, du hast das hier vorher verschwiegen oder was? Naja, also ich habe in dem Gespräch selber auch gar nicht gerafft, wie krass die mich gefickt haben, weil die haben natürlich nicht mir ins Gesicht gesagt, Digga, wir haben einen neuen Tank, deswegen musst du dich verpissen, weil der muss keine Schicht arbeiten. Sondern die haben das so ein bisschen Schicht für Schicht durch die Blume gesagt. Und dann habe ich das aber, dann habe ich gemerkt, ey, hier ist ein neuer. Also die haben auf Discord so eine Application, wo sich jeder anmelden kann und dann siehst du auch seine Skillung. Und dann konnte ich sehen, für den Raid hat sich ein neues angemeldet und der hat eine Tank-Skillung. Und der ist an dem Tag in die Gilde gekommen, wo mir gesagt wurde, Ghoul, dass wir müssen mal reden, Sven. Ja. Und da konnte ich natürlich dann draus schließen, so, okay, Alter. So läuft hier der Vogel, ja? Ey, dumme Hurensöhne einfach. Also, die zwei, ne? Der Rest der Gilde, alles Gucci, ne? Da waren ein paar echt nette Dudes dabei, ne? Ich hatte auch wirklich immer Spaß in den Raids, so mit dem Zwischengetorke. Aber vom Raidleiter ist das halt ein übelster Bitch-Move. YouTuber oder so nicht mithalten, von der Masse her. Aber bei mir ist es halt so, dass irgendwie... Mach deine eigene Gilde auf, habe ich keine Zeit für. Da muss man sich auch kümmern und so. Ich will nicht so viel Zeit in WoW stecken. Und ich bin ja auch so ein Dude, dass, wenn ich, sobald ich curved hab, Junge, schwenkte Hut, halte Wascht hoch, wir sehen uns zum nächsten Raid, ne? Ja, spätestens in einem Monat ist Reh rum, oder? Die aktive Zeit. Ja, bei mir geht hier, ich habe jetzt schon gerade ein Tief, ich werde jetzt diese Woche noch mal ein bisschen mit Randoms. Ich will halt eigentlich nur noch den Curved-Erfolg, also mal auf Heroisch den Boss legen. Danach ist mir echt alles egal eigentlich, ne? 2/3, gefühlt 2/3, 2.5/3 von meinen Fans oder Zuschauern halt einfach Hater sind, weißt du? Und ja, ich hab das Gefühl bei dir, Digga, das ist das Eklige, die Leute kommen von aller Welt, Digga, und kommen einfach um dich halt zu versuchen zu flachsen. Der Leute sind Hater. Okay. Digga, die kommen, um dich, Digga, zu flachsen, weißt du, wie ich meine, so von aller Welt her. Alter, lern Deutsch einfach. Das bringt den Spaß. Ach, Leon, als ob du das nicht wüsstest, als ob du nicht genau damit spielst mit deinen spastischen, gestellten Prank-Videos. Leon ist genau derselbe Typ im Prinzip, bei dem, der macht Geld, damit Kinder abzuziehen und Hate auf sich zu ziehen, damit wieder Reichweite zu gewinnen. Sind wir uns jetzt sicher, dass das wirklich der echte ist? Wahrscheinlich. Also die Redensart kommt schon sehr... Ich kenne den... Warte, doch, ich kenne den aus den Mimi-Videos, aber keine Ahnung. Geht doch nichts zu tun. Deswegen frage ich so blöd. Luke Skywalker.
Nee. Also ich behaupte nie, dass ich irgendwen am Kicker gewinnen lasse. Das behaupte ich nicht. Nicht mal Mädels gegenüber. Egal wie flank man Mädel ist. Nee, das wäre sexistisch. Egal wie flank man Mädel ist. Wenn sie fragt, ob gekickert wird, dann wird gekickert und dann verliert die auch. Ich habe halt original Hater bei mir vor der Haustür stehen gehabt. Eine Person aus Japan. Naja, hab mir den Guild-Lead angeschaut. Wer bei Terrors grüne Loks fährt, muss ein Hurensohn sein, Lil. Ich hab von Loks keine Ahnung. Hast du meine Loks auch gesehen? War meine Loks gut? Kann ich mich aus dem Fenster legen, Clancy? Als Dingo Schulz war ich dabei, ne? Einen aus Russland und einen aus den USA. Nee, aus Russland waren sogar zwei. Ja, wartest aber leider erst in 3 Jahren wahrscheinlich. Was denn? Wir werden es von Mimi erfahren, ob das Leon war, aber erst in 3 Jahren, wenn er es aufgearbeitet hat. Ja. Er ist auch aus Italien raufgefahren. Ach du Scheiße. Gut, Italien ist ein weit, aber im Vergleich natürlich zu Russland oder Japan oder so. Aber das ist schon hart, Alter. Da stehst du, sitzt du in deinem Zimmer, weißt du, am Kabuff, bist du am Streamen oder am Zocken, und dann kommen die plötzlich angeschissen und stehen vor deiner Haustür, haben dir das Tor kaputt und ja, das ist schon heftig, ja, das Mann. Ist verrückt, ich hab ja, gesehen, klar. Das ist verrückt. Aber würdest du sagen, Digga, das ist wie so ein Fluch, der jetzt weg ist erstmal, dass du dein Haus verkauft hast? Ja, also die Leute wissen nicht mehr, wo ich wohne. Dafür bin ich obdachlos. Aber der dran momentan mein Führerschein. Ist blau besser als... Achso, ja logisch, blau ist besser als grün. Okay, es ist die Episch-Reihenfolge von den Item-Leveln, oder? Deswegen ist Gold das Beste wegen Legendär. Ich habe selber noch nie mehr meine Loks angeguckt. Schon wieder zu bekommen und dann im Idealfall von mir wieder einen Ranger oder irgendwie schönes großes Auto zu kaufen. Dann würde ich gerne versuchen, wieder mehr zu streamen, mehr Videos zu machen und so weiter und dann ja. Oh, aber nicht. Wir haben Januar, es gibt eine Content-Offensive. Er hat zumindest called er, dass er sie vorhat. Ja, also wie immer. Ja. Aber ich hätte eigentlich auch mal wirklich gerne mal wieder so eine, dass er einfach random einen Plan aufstellt, Mittwoch, Freitag, Samstag, das. Hast du sie komplett überladen? So ja, das hat er auch schon zwei, drei Mal gemacht. Dann hält er den 3 Wochen durch, aber auch in den 3 Wochen sind ständig Lücken drin. Und dann ist das Thema auch wieder vom Tisch. Lücken, für die er sich irgendwelche Hahnbüchen... Ja, genau. Das gehört ja auch irgendwie... Das ist so wie die Leute, die sagen, so ab Januar gehe ich ins Fitnessstudio, ich melde mich an, 4-mal die Woche. Und dann fängt es an, die erste Woche klappt vielleicht noch und in der zweiten ist es noch 2-mal, dann ist es noch 1-mal und dann ist es unerreichbar und sie gehen einfach den Rest vom Jahr nicht mehr hin. Ist aber auch, ich finde es auch einen wirklich lustigen Teil zu sehen, wie er sich Lügen ausdenkt, ne? Ja. Das gehört ja auch. Fasziniert, dass er sich scheinbar die selber glaubt. Ja, also definitiv glaubt er die sich selber. Aber sowas von. Nicht mehr auf Twitch, sondern mehr so auf TikTok oder was. Aber er möchte übrigens wieder mit Videos. Ich würde gerne auf YouTube weitermachen, aber ich wurde auf YouTube ja gebannt. Bei mir war es so, ich hatte einen Strike auf ein Video und habe dann, weil es eine Reihe war, das war ein ganzes Format halt, da habe ich alle, es waren so 7 Videos oder 8 Videos, habe ich alle gelöscht. Alle gelöscht. Während des einen Strikes. So, bis auf das Video, dass ich ja Gegendarstellung machen kann. Habe die Gegendarstellung gemacht, das Video wurde wieder freigeschalten, ich habe es gelöscht. Und hatte aber von den anderen Videos aus der Reihe, die ich gelöscht habe, einen Strike, der noch nicht auf YouTube angezeigt wurde. Ja, das ist ungünstig. Und weil was ich ihn natürlich gelöscht hatte, das Video, bevor ich den Strike gesehen habe, konnte ich keine Gegendarstellung einreichen. Nee. Ja, der Witz war... Der Witz, okay. Hier, weg damit. Ich halte mal kurz das Mikrofon zu, weil das der Witz ist. Ja. Junge, Dann auch ja nichts hört. Und dann war es halt so, dass die mich halt wirklich, weil ich halt das Video so hatte, da haben die mich einfach gesperrt. Okay, krass, Digga. Und irgendwie was gemacht habe. Und da gab es wohl irgendwie, ich habe das nur am Rande mitbekommen, da gab es wohl irgendwie so einen Typen, der bei RTL irgendwie einen Podcast gemacht hat über mich und mein Leben, so ein bisschen, so eine Zusammenstellung, keine Ahnung. Der hat auch gesagt, dass das halt eigentlich daneben war und alles und hat wohl auch den YouTube-Chef Deutschland irgendwie eingeladen. Ja. Und der hat auch wortwörtlich gesagt, dass mein Verstoß irgendwie so gravierend war, dass ich meinen YouTube-Kanal nicht wiederbekomme. Oh. Weißt du, das Ding ist, die Bild sind alles Arschlöcher, RTL sind alles Arschlöcher, alle erzählen sie immer nur Schwachsinn über ihn. Aber dieser eine Typ, ja, hier bei RTL, der hat gesagt, dass das gar nicht so okay war, dass sie den Arm rein gebannt haben.
Der hat schon recht mit dem, was er sagt. Das ist ein kluger Kerl, du. Ja, Shoutout, Alter. Der hat das System durchguckt. Ich muss gerade mein Handy aufladen. Ey, mein Handy ist so im Arsch, weil ich muss das Kopf über hinstellen, ne? Damit dann auf dem Gerät so ein bisschen Spannung ist, auf dem Stecker, weißt du? Ah, scheiße. Also, es liegt eigentlich am Stecker. Mit Induktion. Ich kaufe mir ein neues Handy jetzt direkt. Oh, es gibt kleine Probleme. Ja, das nächste wird Induktion haben, ja. Damit es mir dann schön über Nacht mal die Bude nicht abbrennt oder so. Ah, scheiße. Jetzt aber, oder? Ja. Es liegt auch am Kabel. Das auf meiner Arbeit, was im Arbeitsrucksack ist, das verzeiht mehr. Das zu Hause ist ein bisschen durchgespielt und schon locker. Es kann sein, dass diese Widerhaken, ja, genau, irritiert wird, halt durch sind. Guck mal, ob du die vielleicht mit einem, also abklemmen von Strom und dann vielleicht ein bisschen raushebeln kannst. Das hilft manchmal. Wenn die zu weit eingedrückt sind. Ach so, ja. Was natürlich beknackt ist, weil damit fehlen mir im Monat halt 2.000, 3.000, ne? Was bedeutet, dass ich dann auch seit August oder was, Juni, Juli, August eigentlich keine Kohle mehr verdiene. Oder dann haben wir viel. Weißt du, was der erste Trick ist, wenn du nicht mehr so viel Geld verdienst wie früher? Weniger ausgeben. Oi. Oi, wey. Das ist, glaube ich, ein 130er IQ-Move. Das sollte man wirklich leider mal erzählen. Das ist Baba-Move. Also das ist wirklich Endlevel-Shit auch einfach, ne? Verdienen und natürlich dann halt teilweise auf der Straße pennen musste, weil ich mir Hotel irgendwann nicht mehr leisten konnte, weil mir dann irgendwann die Kohle im September ausgegangen ist. Im September ist ihm angeblich schon die Kohle ausgegangen. Das klang aber letztens nochmal anders. Nee, das kommt schon hin. Danach hat er nämlich die 20k bekommen. Ah, okay, ja, okay. Nee, weil er letztens ja dann so aus heiterem Himmel meinte, ab morgen bin ich pleite. Ja, und jetzt erzählt er auch, dass er pleite ist. Also angenommen, jetzt das würde stimmen. Jetzt hat er erzählt, dass er im September pleite ist. Ja, gut, er war halt da mal pleite, dann hat er wieder Geld bekommen. Aber jetzt unter der Annahme, dass er halt im Dezember dann das Geld bekommen hat, hat er seit Dezember 20k durchgebracht. Das ist eine Leistung. Der lebt auf Wenn ganz großem Fuß. Also, was ist stumm? Und sehr platt im Fuß, ja. Nee, aber hier auf TikTok, Digga, ist auch auf jeden Fall, also bringt Spaß, Digga. Und Digga, hier verdient man auf jeden Fall auch was, Digga. Das ist auch so. Ist ja, vor allem verdient China. 30% oder so kriegst du bloß von dem, was die Leute kaufen, ne? Ist schon die todesrotzigste Plattform, die es gibt, aber. Gut, was. Ich finde die ganze Machart davon einfach beschissen. Ja, die ist auch ekelhaft. Es suggeriert enorm viel Klicks und so ein Scheiß. Und am Schluss ist es halt einfach ein Autoplay, das durchläuft. Ja, also, es ist halt auch so richtig unpersönlicher, ekelhafter Content da, ne? Du skippst ja wirklich, also es geht doch nur darum, bitte guck, also die ganze Läufe ist daran ausgelegt, dass du so viele Videos die Minute siehst, wie es geht, ne? Das, ja. Und du für jede davon einen Klick generierst. Ja, weil es halt nicht unterscheidet zwischen aktiv irgendwas angeklickt und du hast es halt mal irgendwie zufällig gesehen. Derselbe Trick wie Facebook. Facebook macht das ja auch. Du scrollst auf deiner Seite runter und dann sagt das dir hier, dann zählt das auf jeden Scheiß einen Klick drauf. Aber bei Twitter ist das ja jetzt auch mittlerweile, dass du das dass du das angezeigt bekommst, wie viele Leute das insgesamt gesehen haben. Ja. Und dann siehst du mal, was so die Like-Rate ist und dann denkst du, ui, das ist so ein Tausendstel vielleicht und da kann man dann eher sagen, die Leute haben das vielleicht noch mal gesehen. Und wenn du da noch mal drauf drückst, kannst du sogar sehen, wie viele Abonnenten ihr das gebracht habt, wie viele von da aus dann auf dein Profil gegangen sind. Ah, ja, stimmt, das geht auch noch. Es ist halt einfach dieses Durchgescrollen, es wird halt belohnt. Deswegen sind ja auch so viele TikTok-Videos so cool. So bam, 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 bam. So ein Minutenvideo, schwierig, da kriegst du nicht. Ja, die haben doch auch, die haben auch eine Maximalzeit, oder? Im Gegensatz zu YouTube. Ich glaube, die hatten die mal, diese 7 Sekunden oder so, meine ich. Aber ob die noch drin ist, ich weiß nicht. Aber an was mich der Typ erinnert, ganz massiv, ist Leon. Was? Das ist der Leon Elektronik. Nicht Leon Mascher. Ah, okay. Natürlich, das ist mir jemals aufgefallen. Nee, ich meine, der erinnert mich sehr an Leon Elektronik mit seinem Unzwam. Der mit seinem Digger ist genauso inflationär unterwegs.
weiß nicht, wer Leon Elektronik ist. Ja. Okay. Facebook ist kostenlos, denn du bist das Produkt. Okay. Also sind die nicht alle kostenlos, die Seiten zum Konsumieren? Ich glaube schon. Du zahlst immer mit Werbung oder Daten oder beidem. Oh. Fall auch eine Einnahmequelle, Digga. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Die Leute schicken die ganze Zeit was rein. Guck mal, Dodel, ja, Romana oder so. Weiß ich, mein? Die Leute freuen sich schon hier, Digga. Das ist auf jeden Fall schon cool, ja. Das Problem ist aber leider auch halt das, wenn ich hier jetzt groß rumstehe an der Stelle, wo ich jetzt bin. Jetzt habe ich schon zwei Nachrichten von Leuten bekommen, die alle jetzt gesagt haben, also von, ich habe jetzt mal eine Spione. Ja, halt doch dein Maul. Oh in den Hater Foren und so. Das Netzwerk aufgebaut, ja. Das Mastermind mit den Puppen. Wir würden mitkriegen, wenn er von wem anders eine Nachricht kriegt, weil er dann 15 Minuten nicht reden würde. Und am Ende ist fucking Mimon wieder sein Spion. Ja. Mit derselben Stimme und allem und. Ja, Mimon wusste doch auch wieder zuerst. Also, meiner Meinung nach, ich call das jetzt mal hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt hatte. Es wurde ja, es ging ja diese Geschichte rum von dem Kumpel, der Rainer am Bahnhof getroffen hat, aber dann aus irgendwelchen Gründen kein Bild gemacht hat. Die Story hat man sich ausgedacht, weil man raushauen wollte, dass Rainer in Berlin ist, aber man muss sich dann halt so eine billige Ausrede ausdenken, damit das der eventuelle Spion oder das eventuelle Bärchen nicht auffliegt. 100% ist es wieder so. Du musst die Quelle schützen. Ja, Quellschutz wird bei der MBO noch ganz groß geschrieben. Anders als bei Bilden, was ich will. So, und die haben jetzt halt alle gemeint, ja, die wissen jetzt schon ganz genau, wo du bist und so und wollen jetzt da hinkommen und wollen da jetzt dich suchen. Deine Spione. Ach so, er liest einfach Schanzenwatch mit. Das kann es ja auch sein, ne? Ja, könnte auch sein, das dann als seine Spione zu verkaufen. Halt doch einfach die Fresse. Halt doch einfach die Fresse. Er hätte ja auch sagen können, ja, ich denke, die Leute kommen mir langsam auf die Schliche, wo ich bin. Und ich gehe jetzt. Wieso dieser Spion-Talk? Er möchte sich wieder als irgendwas Besonderes darstellen. Er hat da die Leute, er hat sein Team. Es ist das Rudel. Ach, nicht ohne meinen Typ. Rainer fährt jetzt bald den Palmas Plastikfilm. Er hängt ja immer nur ein bisschen zurück, ne? Suchen und alles. Das heißt, ich muss jetzt dann auch in den nächsten 10 Minuten spätestens hier weg, weißt du? Bevor die dann hier alle auftauchen und mich hier dann wieder irgendwie nerven oder mich belästigen oder so. Gut, ich habe den Vorteil, hier ist direkt eine Polizeistation daneben. Irgendwie von der Wasserwacht oder so. Wenn es wirklich hart auf Fahrt kommt. Aber trotzdem, das muss halt auch nicht sein. Ich will ja auch den Stress verursachen oder so. Ja, klar. Ich sag dir, das ist echt ätzend. Ich kann halt nicht einmal, ich kann mich nicht mal irgendwo... Du bist quasi, oder was? Ja, klar. Ich kann mich nicht mal in Berlin irgendwo in ein Café setzen. Ey, man kann nicht mal einen Livestream starten, sagen, wo man ist, ohne dass Leute kommen. Das ist ja komisch, gell? Besonders, ja. Wenn man nach eigenen Zitaten der meistgehassteste Mensch der Welt ist. Echt weird. Das ist ganz komisch. Ich meine des Internets, entschuldige. Ja, der Gast ist der offizielle Orga. Ah, hi. Oder Orga offiziell. Ich war noch nicht in einem Café in Berlin, irgendwo mittendrin, und habe einfach einen Kaffee gesoffen. Und plötzlich kommt da jemand rein und will ein Foto machen. Ich meine, cool, ne? Habe ich nichts gegen. Kaffee in Berlin sind 6 Euro, glaube ich. Nur sagend. Ja, gut, ich glaube, da gibt es auch, je nachdem, vielleicht hat er sich auch an irgendeinem Automaten so ein Ding gezogen für 1 Euro. Ja... Nicht in einem Kaffee. Also wenn er sagt, er hat sich einen Kaffee gesetzt. Ach so. Schwierig. Oh, ich stell mir also vor, Rainer geht. In der Scheißkette. Ja? Rainer holt sich so eine Schokomilch, dann ist das so diese Muttermilch, Urmilch oder wie die das nennen, diese ganz ekelhafte Scheiße. Was? Muttermilch? Nee, es gibt so, das ist so eine ganz komische Milch. Die ist so, soll extra gesund sein, so, aber soll auch wie Scheiße schmecken. Ich noch nie von gehört. Ich stelle mir viel witziger vor, wie er in so eine, keine Ahnung, so eine Bäckereikette geht, weißt du? Bestellt sich da einen Kaffee und sie fragen mit Zucker und er sagt ja. Ich sag stopp. Schüttet rein, guckt ihn an, schüttet rein. Ich hoffe immer noch, dass Rainer irgendwann mal ins Papa Ari geht. Was ist das? Das Café von Arafat, Abu Chaker. Ah, sollte er aufpassen, was er zu Murat sagt. Und dann sagt er, Wallah, du Hund, bring ran den Kaffee, Maniac. Ein Foto gemacht. Aber das ist halt so, man kann halt zwischen irgendwo hinhocken. Und das Problem ist halt bei mir. Oh, oder stell mal, also er ist ja doch irgendwie immer so in der Nähe von Grün oder Fluss unterwegs. Rainer im Girlie. Junge.
Ich wünschte, Rainer kommt in Kontakt mit Drogendealern im Girlie, die ihn dann einfach bereichern. Er ist der Idiot, der den einzigen Undercover-Cop da findet. Versucht dann. Ja, Rainer denkt so. Rainer geht, macht auf TikTok dann auch, komm, wir kaufen mal auf Joke-Basis hier Drogen, Leute. Und dann spricht er so einen Undercover-Bullen an. Ja, let's go. Zugriff. Ich meine, du kennst es ja bestimmt selber, dass man halt oft erkannt wird. Das ist ja nicht das Thema so. Das ist auch okay, ist auch cool. Aber das Problem ist halt bei mir, ist halt immer das Risiko, dass die dann gleich versuchen zu orten, wo ich bin und alle auf mich losgehen. So, ey, jetzt, oh, die versuchen zu orten, wo ich bin, nachdem ich es selber die ganze Zeit ausspreche. Ja. Und versuchen, auf ihn loszugehen, das ist auch wieder wichtig. Ich meine. Ja, es ist niemand auf ihn losgegangen, aber sie versuchen es alle. Ja, du kannst es halt in den Raum stellen. Ob es passiert oder nicht, ist ja egal. Es steht jetzt erstmal im Raum. Was ist, ja. Oh, hier. Reini bei Starbucks, wie heißt du? Das heißt der Winkler, du Hurensohn. Ich stell dir vor, die schreiben Rainer drauf mit EI. Ich wollte es gerade sagen. Rainer sagt so, ja, Rainer. Und dann kommt dann Rainer mit EI, Alter. Und Rainer schiebt Riese. Der Starbucks-Mitarbeiter grinst die einfach an. Aber der grinst, weil er. Weiß genau, was abgeht. Nein, der grinst, weil er drauf trainiert ist, freundlich zu sein. Und weil er. Rainer schiebt dann seine Paranoia und macht ihm da Ansagen. Irgend so einem random Hipster, der keine Ahnung vom Leben hat. Ah. Der gerade sein soziales Studium abgebrochen hat. Der droht ihn mit den Hatern, dem Abu-Chaka-Clan ist. Wenn Rainer ein Teil des Abu-Chaka-Clans wäre natürlich auch irgendwie lustig. Das wäre eine ganz wilde Wendung. Irgendwann wieder einkassiert von den Cops und nebenbei, wenn es denen endlich an den Kragen geht. Stell dir mal vor, die verbünden sich mit dem, weil die halt wissen, so, ey, den können wir irgendwo als, den können wir einfach opfern. Und entweder das oder er wird eingeschleust von den Cops. Was? Er wird von den Cops eingeschleust als Agent. Das wäre jetzt das super Material für so einen scheiß Comedy-Film. Immer Ärger mit Reini. Weißt du, was ich das Gefühl habe bei den Hatern, Digga? Ja, das, so wie Erkan und Stefan, wo der Tod kommt krass, ne, wo die aus Versehen quasi so einen Betrug aufdecken. Ah, ja. Das war ein guter Film. Da ging kulturelle Aneignung noch. Bitte? Weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Also, weißt du, was für ein Gefühl ich habe bei den Hatern? Die können nicht mit dir und auch nicht ohne dich, Digga. Millionen Leute gesagt. Oh, ey, kann ich das sagen? Ich glaube, es ist nur einer finanziell vom anderen abhängig. Ich möchte es nur in den Raum stellen. Naja, also ich muss auch sagen, von Entertainment her ist was anderes. Ja, ja, also die Hater brauchen Rainer auch schon. Das merkt man oft, wie die dann freidrehen. Ne? Also, wie dann auch gesagt wird, ey, hier, was ist hier los? Wann kommt der Dicke mal wieder online? Also, ich muss sagen, ich freue mich, wenn er online kommt. Aber ich bin auch vollkommen Gucci damit, wenn hätte ich heute einfach auf Twitch gestreamt anstatt hier, ne? Mit Mick. Da hätte ich nur die Hälfte der Zuschauer, nicht mal, aber das wäre mir einfach egal. Ne? Also man kann auch anders Spaß haben. Man darf sich echt nicht zu sehr abhängig davon machen. Ist das der kleine Bruder von Azog? Es gibt halt diese Leute, die große, sagen, glaube ich. Sogar. Hä? Ob der Duda der kleine Bruder von Azog ist? Vielleicht. Ja, das ist aber ganz genau treffend. Brauchen sie dich, Digga. Weißt du, ich meine, irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Das hört sich echt verrückt an, aber. Ey, weißt du, wie ich meine, Digga? Also irgendwie, Digga. Weißt du, wie ich Digga? Irgendwie. Ist es so. Ja, da kommt. Warte mal kurz. Kleine Sekunde. Ich habe den Livestream an, also wenn du was sagen willst. Nee, ja, wir können ein Foto machen, aber es sollte jetzt nicht zu laut sein, weil sonst hört man dich. Oh, sei nicht zu laut, sonst hört man dich. Oh, sei nicht zu laut. Dann kommt nämlich der Stimmtracker, wird aufs Feld gefahren und dann wird dein Leben gefickt, weil du im Rainer-Stream warst. Ja. Hm. Allein die Stimme reicht schon. Ja, nur die Stimme ohne Gesicht, ne? Von den random Zivilisten. Den wenigsten Leuten irgendwas passiert, weil sie zu sehen waren. Ich möchte es mal in den Raum stellen. Aber du kannst ja in den Raum stellen. Wie gesagt, er kann das ohne beweisen zu müssen sagen. Es bleibt unwidersprochen, wie auch. Und damit ist es quasi wahr. Griffon hier, das Ding ist, es gibt halt wirklich diese Leute, die anscheinend nicht ganz ohne Rainer können. Das gibt es schon. Ich glaube aber nicht, dass es die große Mehrheit ist. Völliger Quatsch, wenn Rainer endlich sein Maul halten würde, könnte ich in Ruhe Wednesday zu Ende gucken. Wednesday, Entschuldigung.
kompletten Schlaganfall gehabt. Ja, schön, dass für dich, ne, aber wenn wir hier von die Haters reden, kann ich ja nicht argumentieren mit hier, ey, Rainer, der Major Griffen, aber der will hier Wednesday gucken. Dann fragt er mich auch, Digga, was ist mit dir? Und es gibt schon viele Hater, die halt wirklich auch wirklich Bock drauf haben, dass wieder irgendwas passiert und dann auch halt, wenn nichts passiert, dann hacken sie auf irgendwem anders rum und kommen mit vollkommen hanebüchenen Vorwürfen. Auf einmal ist das Game auch links und Nazis sind nicht willkommen. Oder wer halt irgendwann irgendwo mal Nazi war, der ist halt jetzt schon dann auch nicht mehr willkommen und überhaupt. Und Leute, die an der Schule arbeiten, gehören nicht ins Game auf einmal. Das ist auch ein Vorwurf irgendwie, ne? Leute, die in Spanien wohnen, gehören nicht ins Game, weil, ja, Spanien, ne? Und dann denkt man sich selber, Bettnästig. Das Game ist links, aber muss national bleiben. Ja, irgendwie. Ja, also es gibt aber schon viele Leute, die halt wirklich sich ein bisschen zu sehr mit dem Game identifizieren. Ja, Griffon, sehe ich genauso. Das macht schon Spaß, sonst wären wir nicht hier. Ja, aber man findet halt auch andere Dinge. Man findet auch andere Dinge, die genauso viel Spaß machen. Je weniger Reine da ist, desto mehr Zeit hat man für andere Dinge zu suchen auch. Aber wie gesagt, es gibt halt auch die Leute, die komplett frei drehen. Das ist halt einfach so. Ja, ja, schon eine ganze Weile. Soll ich einfach mal hierher? Machen wir ein Foto. Ja, danke. Kein Ding. Halt durch, ja? Ja, ich versuch's. Danke dir. Ich hab das Gefühl, er ist an der Fähre. So, jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall, wie heißt das? Dein Internet ist mal richtig beschissen, ne? Ich hab... Das stockt irgendwie so. Liegt das an deiner Internetverbindung oder an deinem Handy? Ich hab 4G... Kann mir irgendjemand erklären, was bei diesem Eintracht-Spiel passiert ist? Wieso hat sich auf dem Feld der Leiter der Jugendleitung ausgezogen, um den Sieg zu zelebrieren? Kann mir das, hat irgendjemand Ahnung von Fußball und kann mir erklären, was da los ist? Das klingt auf jeden Fall wild. Also ich glaube, hier geht es um die Eintracht, wenn ich das richtig lese. Weil hier steht, also hier, ich sehe das Bild, der Typ heißt Jörg Leitlein und in einer WhatsApp-Gruppe, der steht dann, lieber Eintrachter, Jörg Leitlein tritt mit sofortiger Wirkung aus der Jugendleitung zurück. Wir bedanken uns bei ihm für die tolle Zusammenarbeit, bitten seid fair, hängt das Thema nicht zu hoch auf und befeuert nicht noch zusätzlich. Der steht einfach komplett nackt, ne, der hat die Unterhose auf dem Kniehöhe noch. Schalke, Alter. Es ist Schalke, weil hier steht, weil in dieser WhatsApp steht, liebe Eintrachter. Deswegen dachte ich, es geht um die Eintracht. Eintracht ist der Jugendverein von Schalke, oder was? Eintracht Schalke? Ich bin da komplett raus, tut mir leid. Fußball ist nicht meins. Okay, egal. Wenn einer von euch Ahnung hat, kann er es erklären, bitte. Kann er es einfach erklären. Ich habe nur wegen diesem... Liebe Eintrachter, darauf geschlossen, dass es um Jörg Leitlein geht. Dass es um die Eintracht Frankfurt geht. Junge, du die Dumbo, erklär's mir doch! Und red nicht wie so ein Marschär. Wies? Wo hat er das erklärt? Hat sich gefreut. Schalke alle, Eintracht ist der Jugendverein. Okay, Schalke alle, Eintracht. Er war nackt auf Schalke und wurde deswegen bei der Eintracht rausgeschmissen. Aber bei Eintracht Schalke. Okay. War das ein Derby oder warum ist er so freigedreht hier? Ja, das ist das Problem. Warum hat er sich einfach ausgezogen? Das ist so weird. Eintracht Schalke, was? Alter, der Jugendverein von Schalke sind Knappenschmiede. Seid ihr behindert? Nein, der Verein haben nichts miteinander zu tun. Warum ist das so kompliziert? Da erklär's doch mal ausführlich, Mann! Hat er eine Lade gehabt? Nee. Okay, also der ist einfach bei einem anderen random Spiel, hat er sich ausgezogen und ist aufs Feld. Und deswegen ist er bei seinem Verein rausgeflogen. War komisch, im Hintergrund tragen auch alle blau, also es sah schon nach einem Schalke-Spiel aus. Schalke, Eintracht, Frankfurt.
Okay, anscheinend ist Schalke aufgestiegen. Wie, die waren mal abgestiegen? Oder in den Kommentaren hier steht irgendwas von Schalke Aufstieg. Vielleicht sind sie transzendiert. Dulli schreibt, Uga hat's begriffen. Ich glaube Dulli, weil er mir zustimmt. Ich weiß immer noch nicht, was hast du jetzt gesagt? Ich raff's nicht. Hättest du mir mal zugehört. Er hatte einfach die Zeit seines Lebens, keiner gönnt mehr. Ey, zum Thema keiner gönnt mehr und so. Habt ihr gesehen, wie Mois augenscheinlich vermutlich komplett auf Koks da freigedreht ist? Und nachher dann einfach Leute sagen, ja, der hat halt gewiped. Ey, wie Mois... Hat der gewiped? Gewiped. Sein komplettes Bewusstsein oder was? Ey, keine Ahnung. Ich hatte so Turn-up... Gefühle von, wie heißt der Scheiß nochmal? DSDS. Ey, es ist so wild, wenn Mois ein Mikro in die Hand kriegt, wie schlecht der einfach ist. Frag mal Imp, der weiß bestimmt mehr. Ja, Dulli Dumbo könnt doch einfach mal ausführlich erklären, was los ist, oder es recherchieren. Nee, war bei Frankfurt 04. Meine Theorie, Schalke hat gegen die Eintracht gespielt. Ist gehappend und der Dude von der Eintracht hat blank gezogen. Oh damn, wenn shit happens, dann shit ist gehappend. Wird's wild. Ja, okay. Ich kenne nur beweib oder ungeweibt, was den Dicken angeht. Ach, beweibt. Nee, aber ich habe aktuell auch irgendwie bloß, mir fehlt irgendwie ein Strich aktuell gerade. Vielleicht liegt das ein bisschen so an der Position hier, das kann schon sein, ja. Yes. Eigentlich habe ich... Jemand hat mal hat gesagt, er hätte keine Eier, also hat er mal die Hose gelüftet. Ganz einfach. Ganz normales Ding, was Erwachsene halt so ja, tun. Das ist eine gute Ausrede. Unbegrenzt, unlimited eigentlich. Der Joke war jetzt von dir, oder? Der steht ganz schön. Ich bin ja nicht im WLAN oder so. Aber siehst du, das war nicht, Digga, wie das die ganze Zeit stockt. Was? Post ihn auf Twitter. Junge, dann klappt mir Boris von Morgenstern den Tweet. Du hast echt ein ganz schönes Ding ausgelöst mit deinem Tessa-Tweet. Ne, war es Tessa oder war es... Georgine, ne? Georgina. Nee. Weil die ist alles... Bei mir läuft das. Oh, ich muss gerade schon flüssig, aber wie kurz auf Twitter gucken, ich muss und direkt mit mir wieder Mois auf die Timeline gespielt. Der Junge ist so behindert, wenn der rappt. Ich zeige euch das gleich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Remo Blitz, halt die Fresse, es ist doch schon verschwunden. Ich dachte, ich werde jetzt eben mal kurz aufhören. Wenn da ich sage, immer noch Stream erst. Oder du, man kann ja auch privat in, Was? Da steht immer noch erst kleine Aftersport-Analyse. Was kommt danach? Bett! Oh, erst die Aftersport-Analyse, dann Bett. Ja, da kommt, wie heißt das hier? Just Sleeping. Ah, der räudigste aller Dreck-Contents. Ja, ich verstehe es nicht. Ja. Man Nein. kann PN schreiben. Außer bei Excel. Okay, die wünsche dir noch viel Spaß, Digga. Ist ja mal schon lustig, wenn du für so eine Scheiße gebannt wirst, ne? Also. Du, nachdem du jahrelang dafür erstritten hast. Ja. Was jetzt eigentlich, also Excel streamt ja immer noch, ne? Gibt's da schon was Neues? Er macht doch. Hatte jemand, glaube ich, geschrieben, dass er das nur noch hobbymäßig machen wollte und nebenher und Arbeit suchen wollte. Oh mein Gott. Man kann echt nicht mehr bei Excel abonnieren. Der hat durchgezogen, man kann nicht mehr abonnieren. Ja, talk doch nicht nur den Talk, sondern walk doch den Walk. Müsst du vielleicht ein bisschen mehr laufen, aber. Ey, und man kann, und er hat keinen Spendenlink. Also er zieht das, okay, das ist krass. Also er sagt im Prinzip einfach zum Geld nein, ne? Ey, also ich weiß nicht, wieso die Notwendigkeit dafür besteht. Aber ja, ich meine. Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht ganz. Ja, ich schicke. Luke, schreib mich mal auf Discord an, dann schicke ich es dir. Ich muss aber gerade selber nochmal raussuchen, weil ich jetzt natürlich der Eintracht durch. Ich denke aber, wenn du nackt Fußball eingibst, dann wirst du auch was finden. Ich hole aber nochmal die Timeline runter, bis ich Penisse sehe. Überraschend lang kein Penis. Da sieht man, dass sich hier ein Mann eingeloggt hat.
Ich krieg überraschend viele Google-Treffer für Eintracht-Fan halbnackt. Nee, nee. Eintracht steht nackt da. Vollnackt, vollnackt. Eintracht Frankfurt, nackte Hälse, blanke Hintern. Ah, so, hier. Fotoshow, die Legende Eintracht. Ich will es halt hier nicht in den Stream posten, weil dann heißt, kann man bestimmt dafür reported werden. Ich hab's mal geschickt. Luke investigatiert für uns. Ja, das ist ein Wort. Hört man sich sonst, ja? Lass ihn nicht ärgern, Digga. Jo, danke dir, Alter. Hau rein. Ciao, Digga. Der hatte wohl irgendwie so ein bisschen einen Breakdown gehabt. Keine Ahnung, was da genau. Ja, der wollte wohl wieder einen Job suchen. Ja, aber was war der Auslöser dafür? Darum ging's ja. Oder? Was hat er gemacht, dass er aufgehört hat? Ja. Ich dachte. So ein bisschen Breakdown. Achso, nee, was passiert? Wenn er einen Breakdown hatte, ja gut. Also, ich hoffe, Excel geht's gut und so, ne? Also, der ist ja eigentlich korrekt. Ich kann seine Art zu reden nicht leiden, ja. Ich finde das leider auf Dauer ein bisschen anstrengend, ja. Aber der ist ja an sich ein super netter, ne? Und auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja. 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 So. Dann habe ich jetzt hier mehrfach Warnungen gekriegt und auch schon die ersten. Ey, Domme könnte mal wieder online kommen. Paul hat gecallt, dass es, ich glaube, diese oder nächste Woche sein müsste. Wie hat er seinen Stern gelesen? So ähnlich, keine Ahnung. Du hattest das letzte Mal schon im Urin gehabt. Und dann war er auf einmal wieder da, hat einen kurzen Fortnite-Stream gemacht, dann gingen die Leute wieder auf den Sack und hat ihn ausgemacht, nachdem er 2 Runden verloren hat. Stimmt, da hatte ich noch ein bisschen reingeguckt. Der war aber auch super lang on und eine Zeit lang, da ist halt einfach gar nichts mehr passiert. Ich war auch eine Zeit lang einfach der Einzige im Chat, weil der einfach das Pause-Menü hat laufen lassen über, ich glaube, da ging so 4 Stunden oder so, oder? Ich glaube, das war der davor, ja. Ich meine, der letzte war nicht lang. Eine Telegram-Gruppe wurde auch schon das gepostet. Ja, also Telegram-Gruppe, los, investigatiert. Da rein. Herkommen und mich anquatschen, werde ich den Stream, obwohl ich eigentlich eine Stunde streamen wollte, hier mal ein bisschen früher beenden. Ich danke euch für die ganze Unterstützung. Ich danke euch für die ganzen Likes und die ganzen Posts und so. Ich werde schauen, dass ich jetzt versuche, alle paar Tage mal zu streamen, solange ich noch in Berlin bin. Wie lange ich noch in Berlin bin, weiß ich noch nicht. Kann ich euch leider gar nicht sagen. Steini, sorry. Ich weiß, wollten wir eigentlich machen, aber wie gesagt, jetzt haben sie mich schon gefunden und so weiter und versuchen mich jetzt gerade hier schon wieder anzugreifen und alles. Deswegen würde ich jetzt das mal ausmachen. Wir machen das die Tage mal. Versuchen mich anzugreifen. Und wie gesagt, ich bin die nächsten 1-2 Tage auf jeden Fall mal wieder online und dann. Das wäre das Problem. Tut mir echt leid. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein und ich nehme jetzt die Ferien und verpiss mich. Was seid ihr, der ist nicht online. Ey, ich will nicht gefunden werden. Ich bin übrigens jetzt gerade noch an dieser Fähre. Ja, das ist Klassiker halt. Ja. So, warte, jetzt wir gucken jetzt einmal Moitz beim Rappen. Es geht 27 Sekunden. Ich schick's dir mal so, dass du es dir selber anhören kannst, ne? Um mitzutalken. Ey Leute, seid ihr bereit? Ihr könnt nicht ahnen, wie belastend das nun alles wird, ne? Ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Ungläubige. Wir gehen rein. Dein Blatt und du guckst mich nicht an und die Bitch ist allein und sie liegt auf dem Boden. Ist bezeugt und die kriegt auf den Boden und sagt, dass sie mich nicht liebt. Doch ich geh mein Weg ohne dich allein. Hab ein volles Magazin, hab ich noch gestern eine Nacht. Ja, und die Kinder, sogar die Kinder lachen ihn einfach alle aus, ne? Ich habe heute zu Silas schon gesagt, sowas ist der Grund, warum ich bei meiner eigenen Musik immer super kritisch bin, weil ich nicht dieser Dude sein will einfach, ne? Ich habe immer die Frage, ich frage mich immer, wenn ich meine eigene Sache höre, finde das jetzt nur ich gut? Ist das gut? Denken andere, das ist gut? Oder denke nur ich, das ist gut? Aber in Wirklichkeit bin ich dieser Typ, der mit Kopfhörern im Ohr bei DSDS steht und sich des Todes blamiert. Ja, hört sich das nur in deinem Kopf gut an oder hört sich das auch in anderen Ohren gut an, ja.
Das ist doch ironisch gemeint. Leider nicht. Es gibt halt mehrere von diesen Auftritten, ne? Warte, ich guck mal hier meinen Chat mit Silas durch. Der hat mir heute den anderen Auftritt, glaube ich, geschickt. Nee. Ich? Ja, so, hat er mir? Oder nicht? Ah, Stefan Oswald hat eine Anzeige bekommen und hat daraufhin erstmal seine eigene Adresse geleakt, weil er den Scheiße. Okay. Er hat das, den Zettel, dass er eine Anzeige bekommen hat, in die Kamera gehalten und einfach komplette Adresse geflext. Ah, oh, Junge. Junge. Der Klassiker. Nee, sie ist dann fahren wir zum Drill-Sergeant, Sven. Du kannst Liegestütze, was er ausmacht. Ich würde so gerne sein Leben zertrillen, ne? Wieso tut er das? Nee, ich finde... Ich finde jetzt das andere Moitz-Video leider nicht. Naja, ist auch okay. Erspare ich euch mal. Direkt mal ein Nüsschen. Ihr könnt ja einfach nochmal das andere nochmal laufen lassen. Also. Ja, cool. Hört es einfach noch ein paar Mal. Ach, oder ich hab aber in der Mitte kein Wort mehr verstanden. Ab irgendwann rappt er auch auf Russisch. Ah, das kann daran liegen, okay. Ich glaube, es ist Russisch. Wie schreibt man Moitz? Musst du wissen. Das ist dieses Rap-Zeug. Keine Ahnung, wie der geschrieben wird. Ach so, mit U, mit S, okay. Du wolltest es fancy schreiben, oder was? Ich dachte, das wird mit TZ geschrieben. Ich hab noch einen. Hätte ich jetzt geraten, hätte ich auch M-O-I-S geschrieben. Ja, ich kenne auch einen anderen, der ist Moitz. Schau da drin, Typen auf Twitch. Ich dachte, die schreiben sich ehrlich. Noch so ein Highlight. Da noch ein bisschen Audition drüber haben. Ich habe mich gewundert, ob das Autotune ist oder ob er Playback singt. Vielleicht doch einfach beides. Ja, bei Playback ist bestimmt Autotune auch mit bei, aber ich finde, das passt nicht unbedingt zusammen, was er singt. Also ja, keine Ahnung, er will im Ganzen, glaube ich, so einen indischen Touch oder so einen orientalischen Touch geben damit, ne? Der steht im Wind. Der hat gerade eine harte Zeit, ne? Der muss in so einem Windkanal. Die wollten gucken, wie windschnittig können Rapper sein. Ja. Er geht full ham. Ja, daraufhin wurde ihm halt vorgeworfen, auf Koks zu sein. Und Sinan G meinte dann so nett, ja, der ist bloß am Viben. Und dann dachte ich echt, ob ich die Aussage einfach über so einen Crackhead schneiden soll. So, kennst du diese Gabba-Party-Typen, wo du halt die Gesichtskirmes Mutterfather siehst? Die Gesichtskrämpfe bekommen, ja, die ja. Sabbeln und Schaum vom Mund haben. Ja, ja. Da einfach drüber. Ey, der ist nur am Viben. Der fühlt da gerade den Vibe. Richtig. Das ist sowas von dem Flow. Alhamdulillah. Ach so, Leute. Heute kam übrigens Record of Ragnarok raus, ne? Also zweite Staffel. Einer der unnötigsten Animes aller Zeiten. Aber ich werde mir trotzdem angucken. Das ist schon so eine Art Hate-Watchen. Ich freue mich schon. Alhamdulillah. Ja, so sagt der türkische Flenders. Hab ich gehört. War ein guter Stream, würde ich sagen. Ja. Ja, wir haben schön einen rausgehauen hier, ne? Schön auf ihrem Bruderbasis. Ja, war nice. Kann man machen. Dann sehen wir uns wahrscheinlich Sonntag. Also Samstag bin ich auf dem Geburtstag, ne? Morgen gehe ich, glaube ich, nicht online. Morgen werde ich nämlich wahrscheinlich erst trainieren gehen, dann noch ein bisschen in die Kneipe. Das ist eine schöne Kombi. Mhm. Ja, ich trinke aber auch wieder nur Wasser. Das ist keine schöne Kombi. Ach, ich habe schon im Auto heimfahren können, keinen Bock zum Wandern.
Ey. Taxi. Nee, das ist egal. Von der Inflation gesehen. Bier soll bald 7,50 Euro halbe Liter kosten angeblich, ne? Junge, Ötti, it is. Nee, Brauerei Königshof. Die kenne ich nicht. Ja, deswegen. Na gut, Leute, haltet die Wurst hoch. Medlof.